Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch hier zu unserer ersten Klartextrunde direkt von meinem Boot aus. Ich wollte eigentlich schon im April mit diesem Format starten, hatte aber zu viele andere Sachen um die Ohren, um euch pünktlich genug das ganze Material ordnen zu können. Es sind ja ganz, ganz viele Fragen von euch eingegangen. Also auf diesem Weg vielen, vielen Dank. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Und alle Fragen jetzt in einer Klartextrunde zu besprechen, würde das Zeitfenster komplett überschreiten. Und deswegen werden wir es so machen, dass ich die Fragen, die eingegangen sind, alle ein bisschen so thematisch ordnen werde und wir dann nacheinander die einzelnen Themen besprechen. In diesem ersten Klartextformat wird es ein paar verrückte, kuriose Sachen zu besprechen geben. Der Hauptaugenmerk auf die fischereilichen Fragen und Punkte wird auf die aktuellen Angelbedingungen, die aktuellen Situationen gelegt. Also ich werde mich jetzt hier in dieser Klartextrunde auf das Angeln im Frühjahr so ein bisschen einschießen, was die letzten 3, 4, 5 Monate abgegangen ist. Da alle eure Fragen mit einbringen und versuchen, euch das schön medial wiederzugeben. In den letzten Tagen war ich jetzt selbst bei mir viel in der Heimat, hier am wunderschönen Rhein, in den Rheinauen unterwegs. Heute Nacht haben wir mal direkt in den laichenden Weißfischen geangelt. Kam auch ein guter Fisch auf die Habensseite, zeige ich euch gleich mal hier ein Foto. Ich bin allein unterwegs und dann sind die Fotos manchmal doch sehr speziell und nicht so einfach zu handeln. Aber ich denke, es ist doch ganz cool geworden. Es ist jetzt zwar nicht das perfekte Vorzeigebrecherbild, aber es ist doch ein cooles Bild hier aus der Wildnis. Und dafür, dass ich alles jetzt hier mit Selbstauslöser und alleine bewerkstelligen muss, bin ich doch ganz zufrieden. Ich wollte eigentlich mit dieser Klartextrunde schon viel früher rauskommen. Ich hatte euch, glaube ich, angedeutet, dass Ende April auf meinem YouTube-Kanal zu sehen sein wird. Aber das habe ich zeitlich nicht ganz geschafft. Ich habe halt auch nicht damit gerechnet, dass wirklich so viele Fragen, so viele kuriose Themen von euch, so viele Anregungen da per Nachricht gekommen sind. Also meine Postfächer waren teilweise überfüllt. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt da ein bisschen System und Ordnung reingebracht, um das alles mit euch in einer coolen Form und sehr, sehr ehrlich abarbeiten zu können. Ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen. Ich habe seit gestern, ich weiß gar nicht, was das ist, ihr hört es wahrscheinlich, dass ich so ein bisschen nasal spreche. Gestern früh ging bei mir hier am Rhein die Nase zu, wie wenn ich jetzt so eine plötzliche Allergie habe. Ja. Ich hatte mein Leben lang keine Allergien und jetzt geht es plötzlich los. Kaum ist man 40, dann kommen die kleinen Wehwehchen. Ich bin mal gespannt, was das ist und ob es wieder weggeht. Aber es blüht jetzt hier alles, die Sonne hat Kraft, alles wächst und gedeiht und irgendwas ist da dabei, was mir zusetzt und meine Nase ganz schön verstopft. Naja, ich habe genug Taschentücher dabei, können wir immer schön schnäuben und dann wird es schon weitergehen. Da lassen wir uns auf jeden Fall nicht unterkriegen. Ich komme gleich zum ersten Thema, zum Einstieg. Und da wollen wir gleich so zum Anfang dieses Projekts mit einer Frage starten, die jetzt nicht explizit von einer Person kam, sondern die mir immer wieder gestellt wird von diversen Leuten. Stefan, warum machst du nicht jeden Sonntag für uns ein cooles Video? Die Dinger sind so toll, so lehrreich, so hilfreich. Ganz klare Antwort, die ich euch hier geben kann, weil ich es zeitlich nicht schaffe. Ich mache alles alleine, meinen kompletten Kanal, die kompletten Aufnahmen, den kompletten Schnitt, alles in Eigenregie und ich habe daneben noch einen anderen Job, also meinen Hauptjob bei ZEPCO. Ich habe daneben noch ein Familienleben und die Leute, die sich ein bisschen auskennen, ich lade ja sehr oft auch längere Filme hoch, Filme, die so 30 bis 60 Minuten gehen und da könnt ihr davon ausgehen, damit ihr mal ein bisschen einen Anhaltspunkt habt, weil ja viele denken immer, das ist alles so Larifari dahin gewurschtelt. Ein 30-Minuten-Film, wo ihr ein bisschen was schneiden müsst, wo ihr euch Musiktitel raussuchen müsst, die passen, wo ihr ein Storytelling drin habt, also nicht einfach nur irgendwelches Runtergeratter von Informationen, könnt davon ausgehen, übertrieben gesagt, 30 Stunden Arbeit, also pro Minute eine Stunde, 30-Minuten-Film, 30 Stunden, könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen, wenn ihr am Tag 5 Stunden dran sitzt, wenn ihr noch was anderes zu tun habt, wie viele Tage dann erstmal draufgehen, um einen Film von 30, 40 Minuten Länge zu produzieren.
Manche andere YouTuber haben es dann natürlich viel einfacher. Die schicken ihr Zeug zu irgendeinem Cutter. Der schneidet dann irgendwas draus zusammen und dann wird es veröffentlicht. Also die drehen einfach nur irgendwelche Sachen ab. Viele haben ja da auch richtige Verträge im Hintergrund, wie viele Videos im Monat zu erscheinen haben, damit sie ihrem Sponsor oder ihrem Auftraggeber die Pflicht erfüllen und ihre Kohle abkassieren können. Ja, und demzufolge entstehen halt auch oft Videos, wo ich sagen muss, wenn ich sie mir selber so angucke, naja, irgendwas schnell jetzt mal abgedreht, einfach damit ein bisschen was draußen ist, aber ist kein großer Sinn und Inhalt hinten dran. Ich persönlich lege viel Wert bei meinen Videos, dass ich euch mit zum Angeln rausnehme, dass ich euch zeige, wie es abläuft, dass ich euch auch irgendwie immer ein bisschen den Erklärbär mit reinstecken möchte, dass die Zuschauer, die Bock drauf haben, auch irgendwas lernen können. Irgendwelche großen Fische anheben und irgendwelche permanenten Drills sehen, das kann jeder, ja. Aber ich versuche euch dann doch schon irgendwo auf dem Weg mitzunehmen, wie wir am Wasser vorgehen, wie wir den Fang realisieren konnten und zeige euch dann natürlich auch sehr gerne, wenn mal was schief geht, wenn mal was Lustiges passiert, ja. Ich denke, das gehört alles dazu. Und das oder diese Thematik oder diese Szenen machen für mich persönlich auf jeden Fall einen Film rund ums Thema Angeln interessant und spannend. Ja. Sowas mag ich sehr gerne. Ja, und aus diesem Grund, weil ich alleine alles produziere, natürlich habe ich oft die Hilfe von einem Kameramann, von einem Kumpel, der dann für mich mal die Kamera hält oder der mich unterstützt bei bestimmten Aufnahmen. Aber in den meisten Fällen mache ich alles ganz alleine, habe meine Ausrüstung so aufgebaut, so kompensiert, dass ich mich alleine von einem kleinen Schlauchboot aus filmen kann, dass ich mich selbst gut in Szene setzen kann, ohne dabei immer jemanden zu brauchen, der für mich die Kamera hält. Und dann im Endeffekt finde ich es natürlich auch sehr persönlich, wenn ich es auch selber schneiden kann noch. Also wenn ich mir noch die Zeit nehmen kann und kann es selber schneiden und selber dann auch für euch das Projekt fertigstellen, anstatt irgendwo abzugeben, einen Cutter dann dafür zu bezahlen, der überhaupt nicht bei der Session dabei war und der mir irgendeinen Blödsinn da zusammenschneidet, was mir im Endeffekt gar nicht gefällt und was ich im Endeffekt gar nicht so darstellen wollte, wie ihr es dann zu sehen bekommt. Aus diesem Grund, wie gesagt, ich probiere, viel Arbeit steckt drin, aber ich probiere euch monatlich immer 2 bis 3 Videos zu bringen. Das schaffe ich auch. Und vielleicht schaffen wir es in Zukunft auch, dass monatlich eine Klartextkolumne an den Start geht. Je nachdem, wie viele Fragen natürlich von euch kommen. Und ja, ich habe Bock auf das Projekt. Und heute, den Tag, habe ich mir ganz explizit dafür Zeit genommen, das erste Klartextformat hier mit euch zu erstellen. Wir haben jetzt, glaube ich, 7:30. Die Sonne ballert mir ins Gesicht. Es ist noch früh am Tag. Ich hoffe, dass meine Nase hier mitspielt. Und ja, wir haben viel zu bereden. Es wird viel, viel Spannendes in diesem Klartextformat passieren. Ich habe überhaupt keinen Überblick, was das jetzt für ein Zeitfenster werden wird. Aber ich habe Bock drauf und ich werde heute den ganzen Tag nutzen, um die ersten Fragen, die ich thematisch in dieses erste Klartextformat eingeordnet habe, mit euch durchzugehen. Ich habe die ganzen Fragen mir in so einen Ordner jetzt hier gepackt und ein bisschen durchsortiert. Es waren auch einige Fragen dabei, die sehr, sage ich mal, speziell waren, wo die Leute wirklich wollen, dass gehetzt wird oder Hetzkampagnen entstehen. Auf diese Fragen werde ich hier, wenn sie mir zu weit ins Lächerliche gehen, will ich jetzt mal sagen, nicht eingehen, die werde ich auch gar nicht erwähnen. Also ich werde in diesem Format nicht über andere Angler herziehen, ich werde mich nicht in irgendwelcher negativen Form über die Konkurrenz äußern. Da kamen hier einige Anregungen dazu, aber das werde ich nicht tun. Für mich hat das was mit Professionalität zu tun. Ich werde hier auf keinen Fall irgendwelche anderen Angler oder irgendwelche Konkurrenten oder Konkurrenzprodukte schlecht reden oder durch den Dreck ziehen oder darüber herziehen. Das liegt mir fern, sowas zu machen. Dafür sind andere da, das machen auch andere, das weiß ich. Aber für mich ist das nichts. Ja. Das ist Kindergarten, das ist Käse. Wer Aufsehen erregen möchte, indem er über andere Angler oder über andere Dinge irgendwelche Parolen verbreiten möchte, sollte das tun.
Aber sowas werdet ihr auf meinem Kanal hier bei Klartext nicht finden. Wir fangen an mit der ersten Frage. Die ist gekommen von dem Kuba Max. Vielen Dank mal dafür. Hi Stefan, meine Frage ist, wie sieht es mit erfolgreichem Walleangeln in Deutschland aus? Ich weiß, man kann mit Wurm und Alternativen fangen, allerdings denke ich, angeln viele nicht legal. Lebende Köder, Ausrufezeichen. Ich denke es mir oft in Videos, die man so sieht, vorne rum schön Wurmbündel gezeigt und in Wirklichkeit hängt die Forelle am Haar. Ist da was dran? Kannst du was dazu sagen? Ja, Kuba, da ist bestimmt eine ganze Menge dran, würde ich behaupten. Im Endeffekt liegt es ja alles immer im Auge des Betrachters. Wenn ihr irgendwo Videos seht, ich kenne diese Videos auch, wo plötzlich komische Schnitte sind oder wo eine Montage vorgestellt wird und der Fischdrill später nicht gezeigt wird oder der Fisch später einen ganz anderen Köder im Maul hat, ein ganz anderes Vorfach im Maul hat, als der Angler vorher beim Auslegen euch in die Kamera gehalten hat, dann könnt ihr euch natürlich sicher sein, dass da irgendwas gefaked wurde oder irgendwas zusammengeschnitten wurde. Ich bin kein Kind von Traurigkeit, sage ich auch ganz ehrlich, aber wir haben heute Methoden und Vorgehensweisen entwickelt, die es uns Walleranglern ermöglichen, in bestimmten Situationen auch tote Köderfische sehr, sehr fängig zu präsentieren. Hier sage ich aber ganz ehrlich, sind alle Gewässer mit strömenden Verhältnissen sehr, sehr hilfreich. Also Strömung hilft uns, einen Deadbait neues Leben einzuhauchen. Wir vom Blackhead-Team haben ja verschiedene Möglichkeiten hierzu auf den Markt gebracht. Auf der einen Seite diese Sattel-U-Pose, die ihr oben auf den Köderfisch draufdrücken könnt. Und auf der anderen Seite unseren Deadbait-Puncher mit den Corksticks. Mit den Hilfsmitteln schaffen wir es ganz schnell, den Köderfischen einen Auftriebskörper ganz unauffällig in den Rücken zu stecken. Also wir entfernen das Rückenfilet des Fisches und schieben danach die Corksticks rein und haben es schon mal geschafft, dass der Köder in einer sehr realistischen Form waagerecht im Wasser steht, schwebt, wie man es jetzt nennen möchte. Und wenn jetzt Druck auf den Köder kommt, Strömung auf den Köder wirkt und er an der U-Posen-Montage oder an der Bojen-Montage mit Verbindung eines Bleis auf dem Vorfach in der Strömung gehalten wird, fängt dieser an, sich zu bewegen. Ein Waller, der in der Strömung frisst, hat nicht viel Zeit nachzudenken. Wenn er Hunger hat, wenn er Bock hat, muss er zuschnappen, sonst ist die Beute weg. Und da können wir es schaffen, Bisse zu provozieren. Vor allen Dingen jetzt in dieser aktuellen Zeit, wo die Fische kurz vorm Laichen stehen, wo die Fische Hunger haben, wo die Fische sich in bestimmten Gebieten, Buhnenköpfen, Strömungsbeschleunigungen im Fluss unterhalb der Wehranlagen im Rauschewasser sammeln, dort sind diese Deadbait-Montagen jetzt allererste Sahne. Und eins ist gewiss, wenn ihr mit Deadbaits angelt, auch wenn es manchmal Situationen gibt, wo wahrscheinlich ein lebender Köderfisch oder ein Livebait vielleicht fängiger wäre, man weiß es nicht, ja, man hat ja den Test nicht so vor Augen, könnt ihr auf jeden Fall nachts gut pennen. Und wenn ich jetzt unbedingt mit Livebaits angeln möchte, fahre ich ins Ausland, dorthin, wo es erlaubt ist. Und selbst dort bekommt ihr ja heute schon Kritik von vielen Anglern, wenn das Livebait-Angeln gezeigt wird in Gebieten, wo es erlaubt ist, dass die Leute das nicht gut heißen. Ich sage da ganz ehrlich, jeder sollte da nach eigenem Ermessen handeln. Dort, wo es erlaubt ist, setze ich natürlich lebende Köderfische ein. Es gibt aber auch dort Phasen, wo ich sehr gerne mit toten Köderfischen oder mit Wurmbündeln angle. Kommt immer ganz drauf an, wie die Fische drauf sind. Hier in Deutschland gibt es viele Möglichkeiten, das Verbot des lebenden Fisches akzeptieren zu können, indem man einfach seine Montagen dementsprechend anpasst. Vor allen Dingen jetzt in der Frühjahrsfischerei, der Tauwurm, von vielen Anglern immer noch unterschätzt, aber auch hier wieder, vor allen Dingen beim Flussangeln, ich angle sehr, sehr viel an Flüssen, Rhein und Neckar, hier bei mir direkt vor der Haustür, unschlagbar. Solange die Wassertemperaturen die 14, 15, 16 Grad Marke nicht überschreiten, habt ihr auch keine Mitesser. Im warmen Wasser kennt ihr es selbst, legt den Tauwurmbündel raus, nach einer halben Stunde bereits geht das los, ding, 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 die Rute klingelt und kurze Zeit später ist alles abgefressen. Ja. Man muss permanent kontrollieren, bringt permanent Unruhe auf den Angelplatz. Aber wenn die Wassertemperaturen
noch deutlich unter der 20 Grad Marke liegen, habt ihr kaum Mitesser und ihr fangt mit Wurm richtig gute Fische. Ich blende euch hier mal eine richtige Granate ein, gefangen von einem Kumpel von mir. Ganz einfach Tauwurmbündel, 3U-Pose, ein Fisch von weit über 100 Kilo hier bei uns am Deutschen Rhein. Die Montage wurde vom Ufer aus geworfen. Stein reingeworfen, Steinpackungskante, also auch nicht mit dem Echolot oder so ganz speziell abgelegt, ein Riesenfisch. Und auch ich habe im Frühjahr sehr, sehr viel in den Phasen, wo ich zu Hause war, zwischen den Italienreisen, in Deutschland mit Wurm geangelt. Wir haben euch da ja auch ein paar Filme dazu gemacht, wo ich mit dem Sven Dombach unterwegs war. Und wir hatten da eine tolle Fischerei, ja. Also wir haben Fische gefangen. Jetzt im zeitigen Frühjahr definitiv einer der effektivsten Welsköder hier am Fluss. Tauwurmbündel. 24 Würmer finden hier sicher Platz auf den zwei Drillingen. Also pro Hakenspitze setze ich circa 3-4 Würmer ein. 15 Gramm 3U-Pose. Mit schön Druck vor dem Wurmbündel im Fluss entsteht. Also lieber ein bisschen größere U-Pose mit mehr Tragkraft benutzen, damit das Wurmbündel, hat ja dann auch Gewicht, schön angehoben wird. Bis die Wassertemperaturen 15, 16 Grad sind, ein absoluter Garant. Und dann geht das nervige Angeln los. Der Wurm funktioniert auch später im Jahr noch super. Nur dann werden die Mitesser, die Mitfresser sehr aktiv. Und ihr müsst öfters kontrollieren. Aber jetzt im zeitigen Frühjahr, der Wurm absolut top, sind viele gute Fische mitgekommen. Mit Wurm hat es funktioniert, mit Wurm angelt ihr legal und ich kann einfach besser pennen nachts, wenn ich weiß, kann jetzt jederzeit jemand kommen, kann mich kontrollieren, alles ist cool. Ich habe einen Köder draußen, dem ich aber auch vertraue und der Fische fängt. Am See, die Frage war ja, ich muss noch mal nachschauen, am See ist das natürlich alles ein bisschen eine andere Geschichte und eine andere Liga. Habt ihr halt keine Bewegung, da müsst ihr euch schon was einfallen lassen oder die Standplätze der Welse sehr, sehr genau kennen. Ich glaube, ein Wurmbündel am See, was richtig schön pulsiert unter Wasser, an einem Baum abgebunden, genau an der Kante über eine Boje, wo ihr den Waller vermutet, wird immer Fische fangen. Kleine Köderfische, ich nehme dann gerne 1-2 Rotaugen, die ich übereinander hänge, dicht an den Hecken geparkt, vor allen Dingen jetzt in stehenden Bereichen, wo die Fische sich auch, also die Futterfische, die Weißfische zum Leichen sammeln, wird euch auch immer wieder Bisse bringen. Und selbst auch aufgepoppte Köfis oder Köfis, die direkt am Grund liegen, werden auch immer wieder Welse fangen. Ja? Man muss da einfach Vertrauen drin haben. Ich habe sehr viel durch das Hechtangeln mir oft Plätze gefüttert. Ja? Ich habe immer mal wieder, meistens im Herbst und Winter und Frühjahr, bestimmte Kanten oder Spots mit Rotaugenstücken oder Futterfischstücken präpariert. Und da kam es auch immer mal wieder vor, dass Welse plötzlich als Beifang da aufgetaucht sind. Ja. Um jetzt nochmal direkt zurück zur Frage zu kommen. Ich glaube, dass immer noch sehr, sehr viel mit Livebaits auch in Regionen geangelt wird, wo es nicht erlaubt ist. Aber es passieren halt auch andere Sachen in Regionen, die nicht erlaubt sind. Ja? Jeder muss da selber wissen, was er tut. Und jeder muss halt auch mit den Konsequenzen rechnen, wenn er erwischt wird. Ja? Ganz klar. Ich hatte in den letzten, ich bin jetzt 40 Jahre alt, 22 Jahren, wo ich selbstständig mit dem Auto zum Angeln raus konnte, fahren konnte, unterwegs war, Nachtangeln gemacht habe, niemals Probleme gehabt. Mit der Polizei, ich habe einige Kontrollen gehabt, ganz klar, vor allen Dingen früher, wo auch in Baden-Württemberg noch das Nachtangeln gang und gäbe war, haben wir natürlich nachts geangelt. Wie gesagt, deswegen sage ich ja, ich bin kein Kind von Traurigkeit und wir wurden auch erwischt und haben dann auch unseren Soll da bezahlen müssen und unsere Strafe akzeptieren müssen. Heute suche ich mir Reviere raus, wo das Nachtangeln erlaubt ist, wo ich ganz legal meinem Angeln frönen kann, weil es einfach keinen Spaß macht, immer irgendwo alles illegal durchführen zu müssen. So, lieber Kuba, Max, ich hoffe, ich konnte dir da irgendwo ein bisschen eine plausible Antwort geben. Wie gesagt, liegt alles im Auge des Betrachters. Ihr seht ja selbst, ob in Videos irgendwas nicht stimmt, ob da irgendwas gefaked wurde. Bildet euch da selber eure Meinung. Ich glaube, man kann überall, wenn man taktisch an die Sache rangeht, mit legalen Mitteln Waller ans Band bekommen,
im Notfall muss man halt aktiv angeln gehen an stehenden Gewässern. Ja? Mit dem Wallerholz hat man tolle Möglichkeiten, mit aktiven Montagen, mit Fireball-Systemen, beim Vertikalangeln, bei dem pelagischen Angeln, was gerade zu hoch gepusht wird, wo man im Endeffekt, wenn man einen Wels übers Echolot lokalisiert hat, ihm den Köder doch genau auf den Warteln vorm Maul rumtanzen lassen kann. Es gibt da viele Möglichkeiten. Und es gibt auch genug Angler, denke ich, die da sogenannte Grauzonen überschreiten. Das ist wie überall, das ist nicht nur beim Angeln so, das ist beim Autofahren so, sind wir mal ehrlich. Wie viele Leute sind in der 30er-Zone noch nicht 50 gefahren? Manche wurden erwischt, haben eine harte Strafe bekommen. Manche sind immer gut durchgekommen, ja, und hatten immer Glück. Was ihr da macht oder wie ihr es anstellt, muss da jeder für sich selber entscheiden. Ich jedenfalls habe heute Lust, habe als junger Mann auch viel Blödsinn und verrückte Sachen gemacht und musste aus meinen Fehlern lernen. Aber ich habe heutzutage Lust, beim Angeln ganz in Ruhe zu pennen und habe keinen Bock, permanent Stress zu haben. Deswegen versuche ich, möglichst legal, so wie es bestimmt ist von unserem Gesetzgeber, hier mich am Wasser zu verhalten und meine Angelzeit dementsprechend zu genießen. So. Die nächste Frage kommt vom Kim Puri. Hi Stefan. Thema Tackle. Bringt ihr in nächster Zeit auch U-Posen in unverwüstlicher Solid-Qualität an den Start? Des Öfteren kommt es ja vor, dass man in der Nacht aus Versehen drauftritt und die U-Pose ist zwar nicht unfängig, aber sie ist total zerstört. Würde mich über ein Feedback freuen. Lieber Kim, ja, gute, verrückte Frage, aber wie soll man alles so bauen und produzieren, dass es später im Einsatz auch 100 Jahre hält. Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Unsere U-Posen oder unsere Schwimmer werden ja ein Großteil davon noch in Deutschland gefertigt. Ich blende euch hier oben mal den Link zu einem Video ein, wo ich den Maker von uns, eine kleine Werkstatt in Rheinnähe, besucht habe und mir das angeschaut habe. Die Posen und Schwimmer zum Welsangeln werden aus Rohr-Hazell-Material in Handarbeit hergestellt. Und ich glaube, in dem Video habe ich sogar gezeigt, wie wir mit einem Auto über einen Schwimmer drüber fahren oder uns auf einen Schwimmer draufstellen. Da ist überhaupt nichts passiert, ja. Bei den U-Posen, die relativ klein und filigran dann werden, kann es natürlich mal sein, wenn ihr euch da draufstellt oder die auf dem Stein liegt und ihr da drüber stürzt nachts auf dem Weg zur Route, dass die U-Pose einen Schaden nimmt. Aber ich denke, das ist ja ganz normal, ja. Aus was für Material willst du U-Posen bauen, die einen guten, soliden Auftrieb haben, aber dennoch unzerstörbar sind? Das ist ein schwieriges Thema und ich sage mir halt, vor allen Dingen bei den Flügel-U-Posen kommt es ja oft vor, wenn ihr die vor einem Köder sitzen habt, vor einem Wurmbündel oder vor einem Deadbait, der Waller attackiert sehr, sehr oft diese Flügel-U-Pose. Und wenn ihr Flügel-U-Posen habt mit diesen eingeklebten Flügeln, kann es natürlich sein, dass ihr die euch mal komplett zercrasht, ja. Aber das passiert. Das passiert auch beim Kunstköderangeln, das passiert bei einem Gummifisch, das passiert bei allem. Alles, was im Einsatz ist und wo Raubfische mit ihren Kiefern draufbeißen können, wird irgendwann nachgeben können. Und ja, ich werde mir mal Gedanken darüber machen, ob man da irgendwas machen kann. Aber nichtsdestotrotz behaupte ich schon, dass unsere U-Posen im Hintergrund, seht ihr ja auch gerade eine Route, zum Beispiel diese EVA-U-Posen hier aus dem weichen Material, da kannst du drauf treten. Da kann ich richtig die Finger reindrücken, da passiert gar nichts. Die formt sich immer wieder zurück. Weiter geht's im Klartext. Die nächste Frage kommt vom Joey. Frage, wie tickt der Wels im Baggersee? Und vielleicht eine wirklich, in meinen Augen persönliche Klartextfrage, musst du nicht öffentlich beantworten. Wie stehst du dazu, dass dein Bruder, den ich sehr schätze und ich ihn keineswegs anprangern möchte, in einem seiner Videos, denke Ghettosee, über einen Waller spricht, den die Taucher immer besuchen und er ihn tötet, wenn er ihn fängt? Okay, aber jetzt wird es ja langsam spannend, ja? Und das ist ja auch das Wichtige oder was mich so an Klartext reizt. Die erste Frage, wie tickt der Wels im Baggersee, habe ich ja vorhin schon mal probiert etwas zu beantworten. Das Angeln in stehenden Gewässern ist für uns Welsangler immer schwieriger als das Angeln in fließenden Gewässern. Natürlich ist der Wels im Baggersee vorhanden und nimmt dort auch sehr, sehr stattliche Größen an. Durch die ganzen Waller-Workshops, die ich mit Vereinen oder Angelshops mache, angle ich auch öfters an Baggerseen.
Und ja, wir probieren dort einfach auch, je nach Jahreszeit, die optimalen Plätze zu finden. Kanten im See, überhängende Bäume. Und versuchen dann, unsere toten Köderfische, unsere Tauwurmbündel deutlich über Grund anzubieten im Spektrum des Fisches. Der Wels frisst nach oben, er jagt nach oben, es erkennt er an seiner Maulform, an den nach oben gerichteten Augen. Oder wenn man jetzt kein Boot zum Einsatz hat, das Wurm-Pop-Up-System, das habe ich ja in einigen Workshop-Videos euch schon vorgestellt, wird heute von vielen anderen Anglern kopiert, erfunden, habe ich es damals aus der Not heraus, weil wir an einem Gewässer unterwegs waren, wo wir kein Boot benutzen konnten und die Fische aufgrund der noch kalten Wassertemperaturen sehr grundnah gefressen haben. Am Gewässeruntergrund war sehr viel Gras und Kraut und ich wusste nicht genau, wie ich meinen Köder als Auftriebsköder deutlich über dieser Krautkante platzieren kann, ohne dabei ein Boot zu haben, ein Echolot. Ja. Also ich musste die Rute werfen und wollte mir trotzdem sicher sein, dass das Ganze aufsteigt und deutlich über dem Kraut lockt. Und da haben wir es so ähnlich gemacht, wie es die Karpfenangler machen mit den Pop-Ups. Wir haben ein System genommen, wo die U-Pose direkt bis an den Drilling rangeschoben wird. So sieht das Wurm-Pop-Up-System im Detail aus. Im oberen Bereich wird ein Drilling steif direkt auf die U-Pose gesetzt. Vorfachlänge, ist jetzt hier gerade abgeschnitten, Vorfachlänge, die ihr bestimmt, bestimmt später den Auftrieb eures Wurm-Pop-Up-Systems, wie weit es vom Grund aufsteigt. Hier an der U-Pose seht ihr, die ist schon ganz schön verballert. Also ich nutze hier sehr gerne diese EVA-U-Posen. Die haben ein weiches Material. Und ihr könnt diese U-Posen sehr gut mit Duftstoff auch benetzen. Also die nimmt richtig gut den Duftstoff auf und euch so ein tolles, stinkendes, attraktives, quirliges Bündel zusammensetzen. Und dann auch ganz einfach vom Ufer sicher, fängig über Grund euer System einfach auswerfen und das Wurmbündel präsentieren. Dieses System lässt sich dann natürlich auch ganz gut mit einem Blei einsetzen. Also sprich, im Sommer werdet ihr da wieder einige Mitesser haben, könnt dann einfach wieder reinkurbeln, kontrollieren, neue Würmer drauf und wieder raus. Ja. Also das ist eine ganz erfolgreiche Montage hier für das Angeln an stehenden und langsam fließenden Gewässern, schön lockend über Grund präsentieren zu können. So einfach sieht's aus. Und wie gesagt, einfach auf Faustregel, so lang wie euer Vorfach ist beim Wurm-Pop-Up-System, so weit wird auch die U-Pose mit den Würmern oben im Schlepptau vom Gewässergrund sich abheben und aufsteigen. Ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten und dir so ein bisschen helfen, am Baggersee erfolgreicher zu sein. Und jetzt kommen wir zur spannenden Frage von dir. Am Ghetto-See, Volker Seuss will den Waller töten. Ich habe natürlich mit meinem Bruder über dieses Thema gesprochen, nachdem du mir das, den Sachverhalt hier geschickt hast. Und mein Bruder sagt auch direkt, ja klar, würde ich sofort machen, so im Eifer des Gefechts. Ja. Aber ich glaube, also die Vorgeschichte dazu ist, es ist ein See bei uns in der Großstadt. Ich habe dort selber früher viel geangelt auf Karpfen. Ich werde euch hier mal ein paar Bilder noch reinfliegen lassen. Ja. Ein ganz spannendes Gewässer, heute in Szenekreisen unter Karpfenanglern schon sehr bekannt. Wir hatten damals schon sehr, sehr tolle, spezielle Fische da drin und auch sehr schwere Fische. Ich selbst konnte dort auch Fische über 20 Kilo fangen. Ich glaube, heute sind dort sogar Fische über 30 Kilo im See enthalten. Aber auch, wie gesagt, ein sehr urbanes Gewässer. Sobald es warm wird, hat sich dort alles an Menschen am Wasser getroffen, die halt bei schönem Wetter die Natur suchen. Egal, was sie dort vorgehabt haben, egal, was sie dort machen möchten. Also es sah immer aus, teilweise wie auf einer Müllhalde. Wenn wir nachts dort geangelt haben und die Kids kamen aus der Disco zurück, um nochmal am See zu baden oder ihr letztes Bier da am Seeufer zu trinken, sind teilweise Müllkübel über unsere Zelte geflogen. Es gab Überfälle am See, es gab Schlägereien, es gab eigentlich alles, was man an so einem Stadtsee erwartet, ist dort auch passiert. Und auf der anderen Seite wird dieser See auch sehr viel von Tauchern besucht. Es ist sehr klares Wasser und die Taucher
kommen hauptsächlich um, der See hat auch einen guten Welsbestand, um da den ein oder anderen Waller unter Wasser sich anschauen zu können. So, und mein Bruder hat dort viel, viel länger und viel, viel mehr Zeit zum Karpfenangeln investiert, als ich das gemacht habe. Lange Futterkampagnen, viel Zeit verbracht, viel Hopping gemacht, also sprich ein paar Stunden tagsüber zu unterschiedlichen Tageszeiten dort verbracht, einfach um schnell an die großen Fische ranzukommen, um das Gewässer sehr schnell kennenzulernen und die Fische zu fangen. Ja, und dann kam es natürlich des Öfteren vor, dass er seinen Futterplatz perfekt vorbereitet hat, abends nach dem Arbeiten hin die Ruten perfekt gelegt hat, sich müde auf der Liege zurückgelehnt hat, Entspannung gesucht hat und plötzlich in der Dunkelheit, Geschwätz neben ihm, bum bum bum, vier Taucher ins Wasser rein, Taschenlampen aufgedreht, damit sie halt was sehen unter Wasser und dann mal schön über den Futterplatz durch die Schnüre durchgeschnorchelt. Und da dreht man natürlich irgendwann durch. Kann ich komplett nachvollziehen. Ich sage immer leben und leben lassen. Wir Wassersportler, egal wer das jetzt ist, ob das Paddler sind, Bootsfahrer, Taucher, Segler, Surfer und Angler, wir müssen alle irgendwie an dem Ort des Geschehens zusammen klarkommen. Ich bin auch der Meinung, keiner hat da mehr oder weniger Rechte. Wir müssen einfach aufeinander ein bisschen schauen und probieren, das Beste aus dieser Situation zu machen. Aber es ist natürlich schwierig zu sagen zu so einem Taucher, hier pass mal auf, ich habe da draußen gefüttert, du gehst jetzt hier nicht baden. Ja? Kannst du nicht machen. Ja? Und im Endeffekt, wenn der Taucher dann da reingeht, sein Licht anmacht und über den Platz schnorchelt, vielleicht sogar noch ein paar Schnüre hier an der Sauerstoffflasche im Rücken einsammelt und ins Schlepptau nimmt, ist natürlich die Angelsession beendet. Ja? Dann ist es rum. Und da oder in dieser Situation, in dem Zusammenhang ist es so entstanden und gekommen, dass mein Bruder gesagt hat, wenn ich irgendwann diesen großen Wels hier fangen sollte, den die ganzen Taucher hier permanent besuchen und mir mein Karpfenangeln dadurch erschweren, vermiesen, werde ich den Waller umlegen. Ja, der ist dann, der geht nicht mehr zurück. In der Hoffnung natürlich oder mit dem lustigen Hintergedanken, mit der Ironie, wenn der große Wels nicht mehr am See ist, kommen die Taucher nicht mehr dahin und gehen tauchen. Natürlich würde mein Bruder diesen Fisch, wenn er ihn fangen würde, niemals umlegen. Und natürlich würden auch die Taucher weiterhin in den See kommen zum Tauchen, auch wenn dieser große Wels plötzlich nicht mehr da sein sollte. Ja. Aber das sind halt so kleine Dinge. Man sagt schnell einfach mal was und ich kann es auch irgendwo nachvollziehen. Es nervt einfach. Aber in diesem Fall, ich hatte mit meinem Bruder gesprochen, alles cool. Er hat so gesagt, wie du es hier wiedergegeben hattest, in seinem Stress, in seiner Verzweiflung, war alles ironisch gemeint, der Waller wird nicht gezielt von meinem Bruder gefangen und getötet. Und er muss halt mit den Tauchern klarkommen, aber ich glaube, mittlerweile ist der See für meinen Bruder abgeschrieben. Er ist in anderen Gefilden unterwegs und wird dort hoffentlich etwas mehr Ruhe vor den Nachttauchern finden. Weiter geht's im Kontext. Der André fragt, hallo Stefan, zunächst einmal meinen Respekt, dass du sowas machst und schade, dass durch Corona es mit der Angeltour am Po damals nichts geworden ist. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie mich das heute noch ärgert. Ich hätte wirklich einige Fragen an dich, die man so in der Gerüchteküche hört, aber eine interessiert mich ganz besonders. Warum bist du nicht mehr mit Benjamin Gründer zusammen? Warum ist Benny heute bei Firma XY? Ich habe einige Behauptungen darüber gehört, die ich nicht unbedingt alle aufzählen möchte und darum würde ich es gerne von dir selbst hören. Ja, spannendes Thema und plötzlich ziehen Wolken auf und der Himmel verdunkelt sich. Nee, Spaß beiseite. Es ist eine berechtigte Frage. Ich habe bis heute eigentlich mit der Öffentlichkeit überhaupt nicht darüber gesprochen oder habe dazu Stellung genommen, weil ich denke, dass manche Sachen einfach im privaten Bereich bleiben sollten, weil sie andere Leute nichts angehen. Ich habe natürlich mit guten Freunden darüber gesprochen. Das ganze Thema, die Trennung mit Benny ist ja im letzten Jahr vollzogen worden, hat mich auch sehr beschäftigt. Ja. Wir hatten ja auch eine sehr gute Freundschaft, so will ich es mal sagen. Wenn ich jetzt so in der Anfangsphase anfange, muss ich eine ganze Zeit zurück.
ich werde es auch alles nicht mehr richtig zusammenkriegen, aber ich schätze mal, ich bin jetzt 42, 20, ich glaube mit 20, 21 Jahren haben wir uns damals, wo ich 20, 21 war, haben wir uns damals durch Zufall am Po in Italien kennengelernt. Ich war da unten für die Firma Zepco unterwegs als Wettkampfangler. Damals gab es ja noch diese Waller-Wettkämpfe, diese Waller-Cups am Po. Ich wurde damals von Zepco nach Italien geschickt, um an so einem Waller-Wettkampf teilzunehmen. Damals gab es Plakett noch gar nicht. Damals wurde das alles mit Rhino-Routen, haben manche von euch bestimmt auch noch im Keller, vollzogen. Und da habe ich Benny und seinen Angelpartner damals kennengelernt durch Zufall. Haben wir uns im Camp getroffen, ein bisschen geschnackt und so weiter und so fort. Und es war ganz harmonisch. Und daraus ist dann aus diesem ersten Kennenlernen irgendwie eine kleine Freundschaft schon entstanden. Wir waren auf einer Wellenlänge, haben Kontakte ausgetauscht und haben von da an viel zusammen geangelt. Benny hatte mich damals dann mal öfters am Neckar besucht. Ich hatte Benny zum Karpfenangeln bei ihm in der Gegend besucht. Benny hat zu der damaligen Zeit noch ganz normal im Pressevertrieb gearbeitet und es kam dann immer wieder das Thema auf, ob er nicht auch irgendwie für uns, für Zepco, für die Firma Zepco tätig sein möchte als Test- und Teamangler. Und wir hatten damals in Zusammenarbeit mit der Fisch und Fang ein Casting veranstaltet, ging hauptsächlich ums Karpfenangeln. Wir hatten ja Karpfenangler gesucht, die den Brand unterstützen. Quantum Carp hieß damals diese Marke. Und dann habe ich Benny geraten, mach doch da mit, nimm da teil, bist ein cooler Angler. Vielleicht sehen wir eine Chance, dass wir irgendwie dann auch enger zusammenarbeiten können. Benny hat daran teilgenommen. Es kamen drei oder vier Kandidaten bei diesem Casting in die engere Auswahl. Benny war dabei und dann kam es, wie es kommen sollte. Benny hatte seinen Platz da bei uns in der Firma gefunden und wir haben noch mehr Zeit zusammen beim Angeln verbracht, weil wir ja plötzlich zusammen gearbeitet hatten. Im Laufe der Jahre habe ich Benny dann auch sehr oft mit nach Italien genommen. Wir haben uns gut verstanden am Wasser. Ich habe Benny so die ganzen Tipps und Tricks, die ich kannte, weitergegeben. Benny hat sich dann auch sehr schnell als guter, innovativer Welsangler entwickelt. Und wir haben jede freie Minute, jede freie Angelzeit damals zusammen geplant und haben viele verrückte Trips zusammen gemacht. 2006 war es, glaube ich, da hatten wir den ersten offiziell bestätigten Doppelfang zweier Fische der 100-Kilo-Klasse in Italien. Das war damals eine Sensation. Solche Fische gab es ja damals von der Alterspyramide her noch gar nicht. Und ja, und haben auch das Wallerangeln in vielen Gebieten stark revolutioniert. In Italien früher, in meiner Anfangsphase, wurde noch nicht so geangelt wie heute. Die Leute waren in Camps untergebracht, hatten dort ein Blockhaus, hatten ihr Boot, sind tagsüber rausgefahren zum Driften, also haben Schwimmermontagen treiben lassen oder Köder am Grund hinterhergeschliffen und sind abends, wenn es dunkel wurde, ins Camp gefahren, haben kaltes Bier getrunken, zusammen gegrillt und manche sind dann nochmal raus, haben sich irgendwo hingeankert, ihre Montagen raustreiben lassen, aber dann irgendwann spätestens gegen Mitternacht ins Camp zurück, um zu schlafen. In Spanien war es das Gleiche in den Anfangszeiten am Ebro. Ja. Es war kaum ein Angler permanent draußen. Die ganzen Leute, ich war ja schon in jungen Jahren unten, mit 18 oder 19, glaube ich, hatte ich meine erste Spanienreise an den Ebro. Da war alles noch komplett anders als heute. Da gab es noch keinen Pellets und nix. Und da war ich einer der wenigen Angler, die nachts an ihrem Bojencamp draußen sitzen geblieben sind. Die meisten Angler waren klopfen, haben irgendwelches Aktivangeln gemacht, haben irgendwo mit Bojen geangelt, aber sobald es 11 oder 12 Uhr wurde, sobald es dunkel wurde, dann irgendwann, wenn eigentlich die richtig gute Phase begonnen hat, sind die alle ins Camp. Da gab es dann noch teilweise Abendessen, Festes, ja, morgens, mittags, abends Essen für die Gäste, was man buchen konnte und das haben die Leute dann genutzt, ja, und saßen dann abends, haben geschnackt und geklönt und haben aber gar nicht auf Wels geangelt.
Und jetzt, um zurückzukommen, Benni und ich, wir sind damals schon am Fluss draußen geblieben. Wir haben irgendwann dann auch ein Schlauchboot mitgenommen, ein sogenanntes Auslegeboot, was heute ganz normal ist. Das gab es damals nicht. Damals gab es ein großes Wallerboot, mit dem ist man an den Platz gefahren, hat seine Montagen abtreiben lassen, hat sich verankert, ist irgendwann wieder ins Camp zurück und so weiter und so fort. Wir haben das schon sehr stark revolutioniert, auch durch unsere Beiträge, später in den Angelmagazinen, auf den Fachmessen. Ja. Und haben halt gezeigt, dass wenn man 24 Stunden rund um die Uhr am Wasser ist, auch 24 Stunden lang Fische fangen kann. Jetzt drehen die Enten da hinten durch. Ja, und so hat sich das dann, jetzt ist aber Ruhe da hinten. Und so hat sich das dann alles entwickelt, ja. Wir haben in dieser Zeit angefangen, die ersten U-Posensysteme einzusetzen. Wir haben in dieser Phase, da war noch Grundbleie dran, da gab es noch keine Steinmontage. Das haben wir alles nacheinander irgendwie uns ausgedacht, probiert und dann irgendwann der Öffentlichkeit in Form von Fotos, damals war Videomaterial kaum ein Thema, konnten wir alle nicht, aber in Form von Fotos, Fachbeiträgen in Angelmagazinen oder auf den Messen dann wiedergegeben und das Welsangeln so auch stark verändert, ja. Ja, finde ich, leg dich ein bisschen hin, wir fahren gleich weiter. Ja, wir haben sehr viele Jahre sehr eng dann zusammen geangelt und zusammen gearbeitet und haben dann irgendwann das Blackhead-Logo gegründet und haben da plötzlich was geschaffen, was es in den damaligen Jahren, in der damaligen Zeit überhaupt nicht gab. Ja, es gab plötzlich ein Spezialprogramm für Welsangler. Wir standen zwar noch in der Anfangsphase, aber wir hatten einen Rutenhalter, wir hatten vernünftige Ruten, wir hatten vernünftige Rollen, wir hatten gute Schnüre, U-Posen, was man halt damals alles so gebraucht hat. Und im Laufe der Jahre hat sich das ja alles sehr verfeinert, sehr spezialisiert. Aber damals waren wir schon, wir waren direkt nach Markteinführung Marktführer. Und dann kam auch diese Phase. Wir waren sehr viel angeln, haben sehr viele Ausnahmefische gefangen und das Interesse der Leute um uns herum wurde natürlich immer größer. Und so kam das auch zustande, dass wir dann gesagt haben, weil die Anfrage sehr hoch war, wollen wir uns nicht beruflich auch in der Richtung organisieren, dass wir neben der Produktentwicklung für ZEPCO auch Angeltouren anbieten. Sogenanntes Guiding. Wir haben dann den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Ich war fertig mit meinem Studium. Benni hat seinen Arbeitsplatz gekündigt. Benni hat eine Firma gegründet. Ich habe eine Firma gegründet. Und wir haben zusammen ein Guiding-Unternehmen ins Leben gerufen. Und sind, glaube ich, 10, 11 oder 12 Jahre jetzt zusammen da sehr aktiv gewesen. Wir haben die verrücktesten Locations beangelt, wir haben Frankreich beangelt, wir haben Spanien beangelt, wir haben Italien beangelt. Italien ist sicherlich auf jeden Fall unser Steckenpferd gewesen und haben da halt richtig für Furore gesorgt, weil wir als Partner natürlich ganz anders, also wenn es zwei Guides gibt, ganz anders agieren konnten als andere, die allein unterwegs waren. Bei vielen Guides heutzutage ist es ja so, dass die 3, 4, 5, 6, 7 Leute auf irgendeinen Platz setzen und dann wird geangelt. Mal gucken, was passiert. Wir wollten die ganze Chose natürlich etwas exklusiver machen und dadurch auch erfolgreicher angeln. Dadurch, dass wir zwei Guides bei den Touren waren. Es gab ja auch noch mal eine Zeit ganz am Anfang, wo Peter Merkel noch mit uns zusammengearbeitet hatte. Da waren es teilweise sogar drei. Hatten wir natürlich eine Gästeanzahl, die manche Guides alleine betreuen und wo dann natürlich der Fangerfolg des Einzelnen oder das Erlebnis des Einzelnen ein bisschen auf der Strecke bleiben kann, hatten wir natürlich die Möglichkeiten, eine kleine Personenzahl immer mit einem Guide loszuschicken und ganz konsequent angeln zu können. Ja, wir haben uns teilweise an einem Flussstück, egal ob das jetzt, egal welches Revier jetzt in Europa, zu dritt auf 10 Kilometer Fluss oder See verteilen können und hatten so natürlich innerhalb kürzester Zeit sau viele Infos, wie was wo am besten läuft und konnten für unsere Gäste das Nonplusultra aus dieser ganzen Chose rausholen. Wir haben sehr, sehr viele Touren, Benni und ich, zusammen gemacht
Und aber auch auf der anderen Seite zeitgleich für ZEPCO in der Produktentwicklung gearbeitet, was ja heute mein Hauptjob ist. Und hatten eine freundschaftliche Basis, also haben auch noch komplett unsere Freizeit, unser freies Angeln, wo wir weder für ZEPCO noch für unsere Guiding-Touren unterwegs waren, auch zusammen verbracht. Und irgendwann, wie es halt so ist, auch in der besten Ehe, kommt ja immer wieder vor, irgendwann, wenn man beruflich zusammenarbeitet, sehr eng, aber auch privat ein enges Verhältnis hat, bleibt leider eins davon auf der Strecke. Ja. Das passiert in besten Familien, das passiert überall. Das hat jetzt erstmal gar nichts irgendwo mit dem Angeln zu tun. Und ich glaube oder ich weiß, Benny ist ja ein ganz anderer Mensch als ich. Ich bin so der flippige, impulsive, verrückte Kerl. Ich werde auch ruhiger, ich werde ja älter. Und Benny war immer schon der eher ruhigere, in sich gekehrtere Mensch. Aber genau aus diesem Grund haben wir vielleicht auch sehr gut harmoniert, ja, weil er mich immer wieder ein bisschen runtergeholt hat. Ich habe ein bisschen ihn angestachelt, aufgepeppt, angespornt. Ja, aber wie gesagt, irgendwann ist, glaube ich, bei uns so der freundschaftliche Aspekt durch die enge Zusammenarbeit für ZEPCO oder auch bei den Guiding-Touren ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und wir waren irgendwann nur noch reine Kollegen oder Geschäftspartner. Aber freundschaftlich oder im Privatleben hatten wir kaum mehr was miteinander zu tun. Ist auch irgendwo nachvollziehbar, wenn man teilweise mit jemand mehr Zeit am Wasser verbringt als mit seiner Frau zu Hause. Ja? Also ich habe mehr Angelzeit oder Zeit mit Benjamin verbracht in den letzten 10 Jahren, als ich mit so manchen Mädels verbracht habe oder mit manchen Freundinnen. Deswegen gingen auch die meisten Beziehungen mit den Frauen bei mir irgendwann in die Brüche. Ja, und wie gesagt, wir haben privat kaum mehr irgendwas miteinander zu tun gehabt, nur noch auf der geschäftlichen Ebene. Wir haben bei den Touren oder bei der langen Zeit, die wir miteinander verbracht haben, auch viele krasse Sachen zusammen meistern müssen. Schicksalsrückschläge im Privatleben, Ausartungen, aber auch viele schöne oder verrückte Dinge, erfolgreiche Dinge geschaffen. Ja. Wie es halt einfach in so einer Beziehung zwischen zwei Menschen ist, die sehr, sehr viel aufeinander sitzen. Irgendwann war dann der private Aspekt oder der freundschaftliche Aspekt immer weniger vorhanden. Wir haben uns beide verändert, wir sind beide älter geworden. Jeder hat irgendwo eine andere Lebensanschauung, glaube ich, so ein bisschen an den Tag gelegt, hat andere Ziele gehabt, hat andere Vorstellungen gehabt von der Zukunft. Ist ja auch richtig so. Jeder Mensch verändert sich im Laufe seines Lebens. Und ja, und man hat halt gemerkt, dass wir irgendwie das Einzige, was uns so noch verbindet, ist das Zusammenarbeiten auf der einen Seite für eine Firma und auf der anderen Seite als Kollegen bei den gemeinsamen Touren. Und letztes Jahr dann in der Corona-Phase, die ja für viele, oder sage ich mal die letzten 2 Jahre, für viele sehr schwer waren, wo viele gar nicht so genau gewusst haben, wie es weitergeht. Da kam es dann halt zum Knall. Knall kann man eigentlich gar nicht sagen, es hat ja nicht geknallt. Ja. Aber da kam es dann halt zu dem Entschluss von Benjamin. Ich habe das ja sehr viel früher gewusst, als es dann irgendwann in der Öffentlichkeit publiziert wurde, dass er sich gerne andersweitig orientieren möchte, dass er andersweitig weitermachen möchte. Und der Hauptgrund, den er mir damals dann mitteilte, ich glaube, das kann ich hier auch öffentlich sagen, war der Grund, so hat er es jedenfalls zu mir gesagt, dass ich in der Corona-Zeit angeln war, dass ich draußen war, dass ich unterwegs war, obwohl ja vom Gesetzgeber her oder in den Medien das so verbreitet wurde, es gibt Ausgangssperre, keiner darf raus, ja, keiner darf irgendwas machen. Wir haben oder ich habe in dieser Zeit nichts Illegales gemacht. Dadurch, dass ich Angeln beruflich mache, hatte ich natürlich Unterlagen, durfte auch während der Ausgangssperre draußen unterwegs sein, sofern ich mich natürlich an die Regeln gehalten habe, den Abstand eingehalten habe und das haben wir getan. Wir hatten sowohl für die
Fahrten ins Ausland hatten wir Papiere. Wir hatten für die Fahrten ins Ausland Tests immer mit uns geführt und hatten aber auch in beiden Revieren, sowohl in Deutschland als auch im Ausland, Polizeikontrollen. War ja ganz klar, ja. Es war ja eine heikle Phase und all diese Kontrollen waren okay. Die Leute haben unsere Unterlagen gesehen, die haben uns dann nochmal informiert, bitte haltet die Abstandsregeln ein, setzt euch nicht auf engen Raum, wenn ihr weiterhin das so macht, wie ihr es aktuell macht, überhaupt kein Thema, macht weiter. Aber wie gesagt, für Benny war diese Phase, das hat er mir irgendwie krumm genommen, dass ich in dieser Phase unterwegs war und angeln gegangen bin, weil er einfach sagt, ich habe dadurch mich falsch verhalten, ich habe mich nicht richtig verhalten. So, und das muss ich akzeptieren und habe ich auch akzeptiert. Wir haben dann noch lang drüber gesprochen, drüber diskutiert. Jeder hat da seine Meinung und jeder muss auch zu dem stehen und hinter dem stehen, was er tut. Wir sind beide erwachsen, ich habe das akzeptiert. Und dass Benny natürlich nach der Trennung sich einen neuen Partner sucht, ist ja ganz klar. Ja. Da braucht sich ja keiner irgendwie die Schuhe mit einer Kneifzange anziehen müssen. Will ja keiner stehen bleiben, es muss ja irgendwie weitergehen. Und dass Benny nicht in seinen alten Beruf zurückgeht und mit dem Angeln komplett abschließt, ist logisch. Und er hat halt einen neuen Partner gefunden. Viele Firmen, ist auch ganz klar, viele Firmen heute sind auf der Suche, die lecken sich ja quasi die Hände nach innovativen Anglern, die das Rundum-Sorglos-Paket für so eine Firma mitbringen, also die Fotos machen können, die Berichte schreiben können, die mit der Videokamera umgehen können, die Gerätetests am Wasser durchführen können und die letztendlich auch noch einen Fisch fangen. Davon gibt es nicht viele und deswegen war es auch klar, dass Benny irgendwo bei einer anderen Firma weitermacht. Für mich ist es fein. Ich habe mit dieser ganzen Sache abgeschlossen. Wir sind meiner Meinung nach nicht im Bösen auseinandergegangen. Es war eine, glaube ich, eine schwierige Phase für beide Beteiligten, weil wir einfach so viel Zeit in der Vergangenheit zusammen verbracht haben und auch so viel zusammen erlebt haben und auch so viel zusammen für dieses Wallerangeln geschafft haben. Aber jetzt, wie gesagt, geht es halt getrennt weiter. Bei beiden geht es auf, jeder macht sein das Beste draus, jeder macht sein Ding weiterhin. Geändert hat sich bei mir eigentlich überhaupt nicht viel. Ich habe auch für meine Touren, die ja im kleineren Umfang nur noch stattfinden, zwei neue, sehr zuverlässige Partner gefunden, die ich gerade aufbaue, die ich gerade ausbilde, die mich in Zukunft bei den Touren unterstützen werden und auch euch am Wasser unterstützen werden. Das ist der Marco Rath und der Martin Schmelz. Die unterstützen mich ja schon lange, auch bei den Workshops hier in Deutschland. Zurück im Kontext, dass ich den Faden nicht verliere. Nach dem Motto, Reisende soll man nicht aufhalten, wünsche ich auf diesem Wege Benny alles Gute mit seinem neuen Sponsor, mit seinem neuen Arbeitgeber. Und mehr gibt es eigentlich von meiner Seite aus dazu nicht zu sagen. Es gibt immer wieder die Phasen im Leben, wo sich Menschen trennen und ich denke, die schlimmste Phase, wo sich Menschen trennen und die passiert auch täglich, ist, wenn Familien auseinandergehen, wenn Kinder plötzlich in Scheidungsfällen sich für irgendeinen Partner entscheiden müssen, ja, also wenn sich Mutter und Vater trennen und die Kinder dann alleine dastehen, aber wie gesagt, wenn sich gestandene Männer irgendwo in beruflicher Hinsicht trennen, alles cool, weiter geht's. So, weiter geht's im Kontext, im Klartext besser gesagt. Der Tobias schreibt, hi Stefan, wenn ich dich so verfolge, bist du gefühlt fast das ganze Jahr unterwegs. Gab es nicht mal den Gedanken, mehr zu Hause bei der Familie und deinem Sohn zu sein oder liege ich total falsch mit meiner Aussage? Ja, hi Tobi, da hast du recht, aber ich habe schon etwas mich eingegrenzt durch Family und so weiter und so fort. Früher war ich, glaube ich, ja, in den Glanzzeiten 230, 240 Tage und Nächte am Wasser. Jetzt ist es etwas weniger geworden. Vielleicht sind es jetzt noch so 180 bis 200. Bin immer noch sehr, sehr viel unterwegs. Auf der einen Seite ist Angeln für mich natürlich das geilste Hobby, der faszinierendste Sport, dem man nachgehen kann. Ja. Ich liebe es, hier draußen unterwegs zu sein, Abenteuer zu erleben und große Fische zu jagen. Auf der anderen Seite ist aber Angeln auch ganz klar mein Job. Ich bin ja für die Firma Rasa Outdoors
als Brandmanager hauptsächlich für den Bereich Black Hat zuständig. Ich habe bei Black Hat ja eigentlich alles gemacht, was ihr im Angelladen seht. Ich entwickle die Routen, ich mache die Haken, ich mache die U-Posen. Also wenn ich viel am Wasser unterwegs bin, ist es sehr selten nur Freizeit. Ich arbeite hier draußen, ich erstelle Filme für euch, die ihr später auf dem YouTube-Kanal seht. Ich erstelle Fotos, ich betreibe Produkttests. All diese Sachen, die ihr jetzt bei eurem Angelgerätehändler an der Wand hängen seht, habe ich irgendwann mal mir größtenteils ausgedacht, überlegt. Dann gab es irgendwann das erste Produkt, was von einem Maker kam. Dann habe ich damit Tests gemacht und so weiter und so fort. Ja, also all diese Sachen, hauptsächlich für den Plakettbereich, liegt in meinem Verantwortungsbereich, liegt in meinem Arbeitsfeld. Und darum kümmere ich mich manchmal 24 Stunden am Tag. Ja. Und da gehört halt Angeln und das Unterwegssein sehr, sehr stark dazu. Ich bin der Meinung, in vielen Firmen sind Produkt- oder Brandmanager, die hocken nur am Rechner und bestellen irgendwelches Zeug. Ist ja heutzutage möglich. Es gibt ja große Firmen in China oder in Japan irgendwo, die haben das Rundum-Sorglos-Paket. Also die haben eine komplette Range fertig. Karpfenangeln, Welsangeln, Stippenforellenangeln, was weiß ich. Und man muss nur hinfahren und sein Logo drauf drücken. Kauft dieses Sortiment, drückt sein Logo drauf und dann hat man eine eigene Angelfirma und kann starten. Wir machen noch sehr viel Produktentwicklung und ich möchte mir auch die Zeit nehmen, viele Sachen, auch teilweise Rollen, Schnüre, alles was eigentlich so zum Thema Angeln dazugehört, am Wasser vorher zu testen. Und deswegen muss ich halt auch oder will ich halt auch meine Zeit nutzen und sehr viel unterwegs sein. Thema Familie, ganz klar, ja. Früher in jungen Jahren, die meisten Beziehungen zu den Mädels waren relativ schnell aus. Man hat sich irgendwo mal kennengelernt, wenn man noch weggegangen ist. Aber Disco-Zeiten und das alles ist ja bei mir auch vorbei. Und dann in dieser Kennenlernphase war ich halt mehr angeln als mit der jungen Frau irgendwo im Kino oder irgendwo Händchen haltend auf einer Parkbank gesessen. Und dann kam der Nächste daher, der war natürlich viel interessanter, weil er Zeit hatte. Heute habe ich eine langjährige Partnerin, habe einen kleinen, ganz tollen Sohn, mit dem ich viel Spaß habe und auch möglichst viel Zeit verbringen möchte. Irgendwann ist er alt genug, dann wird er mich auch beim Angeln begleiten. Aber natürlich bin ich schon sehr, sehr viel unterwegs. Ich vergleiche das gerne, weil mich ja viele Leute darauf ansprechen, mit dem Beruf eines LKW-Fahrers. Der ist auch sehr viel unterwegs, sehr wenig zu Hause. Und ich versuche einfach dann die Phasen oder die Zeiten, wenn ich zu Hause bin, so effektiv wie möglich zu nutzen. Gelingt mir nicht immer, weil halt auch viel Büroarbeit immer liegen bleibt, die dann nachgeholt werden muss. Aber ich versuch's. Ich spreche da viel mit meiner Partnerin drüber. Es funktioniert auch nur so ein Leben als, sag ich mal, Profi-Angler, wenn ihr die richtige Partnerin habt. Viele Mädels oder Freundinnen von meiner Freundin, die sagen, sowas werde ich nie mitmachen. Der hackt ja nur weg, der ist ja nur unterwegs. Wie gesagt, ihr braucht die richtige Partnerin dafür, ihr braucht ein sehr starkes Vertrauensverhältnis untereinander und dann ist eigentlich alles möglich. Aber ich habe keinen Zwang, solange ich noch jung, gesund und fit bin, möchte ich so viel Zeit, wie es geht, am Wasser nutzen. Und es gibt ja auch sehr viele Phasen oder Zeiten, wo mich die Familie dann begleitet, wo wir rein so ein bisschen gemütlicher angeln gehen, ja, wo der Job dann gar nicht so im Vordergrund steht. Und habe das Glück, dass auch meine Partnerin oder auch mein Sohn, der ist zwar noch sehr, sehr klein, aber dass beide aktuell viel Spaß an dem Outdoor-Leben hier draußen zeigen. Und jetzt gerade in dieser Wetterlage oder in dem uns bevorstehenden Sommer werden sie wieder öfters dabei sein. Und wenn das Wetter dann wieder schlechter wird, der Regen kommt, die Kälte kommt, die Nässe kommt, dann mache ich es dann wieder alleine. Ja. Aber so viel dazu. Man muss einfach zu Hause auch Klartext sprechen, über die Probleme reden und sich dann versuchen, irgendwo da den perfekten Mittelweg zu bilden, dass jeder so auf seine Kosten kommt, dann ist das Thema auch, denke ich, kein Problem. Ja. Und ihr habt und ihr gewinnt Angelzeit, wenn ihr es eurer Partnerin schmackhaft macht. So, der Christoph schreibt oder fragt: Moin, mich würde interessieren, wie du zu dem Thema Leinen und Wiegen stehst. Man sagt ja, dass das Wiegen zum Beispiel schädlich für den Waller sein soll und an der Leine zu hängen nur für ein tolles Bild und so weiter. Punkt, Punkt, Punkt.
Bitte erzähl uns mal, wie du zu diesem Thema stehst. Ist leider ein sehr wichtiges Thema, aber es wird nicht öffentlich darüber gesprochen. Ja, Christoph, da gebe ich dir recht, aber bei Klartext werden wir auch diese schwierigen Themen versuchen, irgendwo möglichst ehrlich zu besprechen. Ich kann zum Anfang jetzt einfach nur eins dazu sagen. Keiner spricht darüber, aber fast jeder macht's. Und auch ich bin da kein Kind von Unschuld und leine in bestimmten Situationen Wälze an. Aber ich bin mir auch zeitgleich sicher, dass es keinen großen Nachteil für den Fisch mit sich bringt. Ich behaupte, stelle ich jetzt mal hier in den Raum, ihr könnt es ja gerne unten in der Kommentarfunktion nochmal kommentieren oder dazu Stellung beziehen. Ich behaupte, es werden ja viele Fische gehältert aus irgendwelchen Gründen. Wettkampfangeln, das ist heute, glaube ich, verboten, also dass Mengen an Weißfischen in irgendeinem Setzkescher gehältet werden, nur um die nachher dann zu wiegen und den Sieger da zu küren. Karpfenangeln, das ist ganz normal, kriegst du in jedem Angelladen sogenannte Wiegeschlingen, Karpfensäcke. Es ist ganz normal, einen Karpfen zu hältern, aus welchem Grund auch immer. Das Normalste auf der Welt. Aber einen Waller zu hältern, erzeugt bei vielen so ein ungutes, mulmiges, negatives Gefühl. Ich behaupte sogar, dass mehr Karpfen beim Sacken, also beim Hältern in einem Karpfensack oder in einer Wiegeschlinge sterben nach dem Fang, als Waller, die angebunden werden. Das Thema Anleinen, für was ist es gut, warum wird es gemacht? Ganz klar, es gibt natürlich Situationen, wo, ist meine Meinung jetzt, wo es oftmals für den Fisch besser ist, noch kurz am Ufer, kurz liegt immer im Auge des Betrachters, gehältert zu werden, einfach, dass der Fisch sich wieder stabilisieren kann, dass der Fisch sich ein bisschen erholen kann nach dem Drill. Das ist vor allen Dingen oder kann vor allen Dingen in den Phasen der Fall sein, wenn Wälse sehr, sehr tief gefangen werden oder sehr, sehr hart gedrillt werden. Die Fische sind dann oft nach dem Drill komplett ausgepowert und brauchen eine Zeit lang, um sich wieder zu fangen, wenn wir den Fisch oder die Fische zurücksetzen möchten. Viele binden natürlich auch Wälse an, um dann irgendwann, wenn die Sonne dann irgendwann mal scheint und der Regen vorbei ist, das optimale, perfekte Bild zu haben. Ich sehe diese ganze Anbinderei sehr situationsbedingt und auch sehr regional. Natürlich ist es in Deutschland verboten, einen Wels anzubinden. In den meisten Revieren bei uns ist ja sogar eine sofortige Entnahmepflicht. Also bei mir in der Region ist es sogar so, dass ein Waller sofort nach dem Fang eigentlich getötet werden muss, weil er als Gewässerschädling hingestellt wird. Kompletter Quatsch, ja. Aber ich beziehe mich jetzt mal auf die Regionen, wo viel Wallertourismus herrscht. Italien, Spanien, Frankreich. Dort ist es, sage ich mal, gang und gäbe, wenn Fische jetzt nachts gefangen werden, dass die Fische, sofern der Fänger dann noch ein Foto haben möchte, oftmals bis zum Morgen gehältert werden. Bei mir ist es immer sehr situationsbedingt, wenn wir jetzt nachts im strömenden Regen bei einer widrigen Wetterlage einen wirklichen Ausnahmefisch fangen, hältern wir den Fisch auch bis zum Morgengrauen und machen dann sofort und schnell unser Foto. Und da ist auch noch nie einem Fisch irgendwas dabei passiert. Ja. Ich selbst habe in der Vergangenheit schon Wälse angeleint und werde auch in der Zukunft in bestimmten Situationen bestimmt wieder mal Fische anleinen müssen. Ich mache das mit sehr viel Vorsicht und Bedacht für die Kreatur und bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich dem Fisch damit keinen Schaden zufüge. Wenn wir es machen, setzen wir Seile ein, die extra dafür gebaut sind, mit einem Schutz, mit einem Plastikschutz, der nichts an den Kiemen verletzen kann, mit einem Gummizug im Seil, dass wenn der Fisch mal irgendwie stärker in das Seil reinlaufen sollte, dass er sich keine Verletzung zuziehen kann. Aber in den meisten Fällen bleibt der Waller ganz ruhig vor euren Füßen am Ufer liegen. Ja? Und das Seil dient einfach nur zur Fixierung. Also ich habe noch keinen Wels gesehen, der permanent dagegen dieses Seil rennt und komplett eskaliert. Aber hier muss auch immer natürlich darauf geachtet werden, was für eine Situation ist am Angelplatz.
Man darf niemals einen Fisch in einer harten Reinströmung oder in einer harten Strömung an einer Steinpackung anbinden. Ja? Der Fisch würde dann im Seil drin hängen und permanent dem Strömungsdruck ausgeliefert werden und würde auch irgendwann ans Ufer gepresst werden, weil er nicht weg kann und da sich Verletzungen zuziehen. Man darf nie einen Fisch irgendwo in sauerstoffarmen Gebieten, in stehendem Wasser mit einer hohen Sonneneinstrahlung, mit viel Pflanzen, viel Wasserpflanzen am Angelplatz anbinden. Da könnte der Sauerstoffgehalt zu gering werden. Und der Fisch könnte einen Schaden nehmen. Aber das gilt eigentlich für alle Fischarten. Das gilt auch für das Hältern von Weißfischen, das gilt für das Hältern von Karpfen. Und es ist ein schwieriges Thema, gebe ich dir recht. Ich ziehe mich aus der Situation nicht raus. Ab und an binden wir Fische an, je nachdem, was es für Gründe in dieser aktuellen Situation dann dafür gibt. Wenn ich einen Wels habe, der gut handelbar ist und habe auch jemand jetzt am Start, der mit dem Handy oder mit der Kamera gut umgehen kann, wird der Fisch in einem Gebiet, wo es erlaubt ist, sofort schnell nach dem Fang fotografiert, abgelichtet und schonend zurückgesetzt. Und manchmal gibt es halt Situationen, wo das schwieriger ist. Und wie gesagt, aber ich bin mir ganz sicher, es schadet dem Fisch nicht, wenn man es richtig macht. Und es sollte auch nur dann gemacht werden, wenn bestimmte Gründe, die jeder in dem Moment für sich selber entscheiden muss, zutreffen. Ich finde es auch Quatsch, wenn man jetzt aktuell bei der Wetterlage einen Karpfen fängt und den Karpfen dann irgendwo einsackt, nur dass man später vielleicht zwei Karpfen zeigen kann oder zwei Slings im Wasser und sagen kann, hier ist ein Karpfen und den habe ich vorhin gefangen. Sowas finde ich auch kompletten Käse, sowas macht man nicht. Aber ich kann es nachvollziehen, wenn ein Karpfenangler jetzt nachts im Nebel bei Dauerregen irgendwo einen Fisch fängt, möchte von dem Fisch, für den er viel Zeit investiert hat, ein schönes Erinnerungsfoto haben, den Karpfen sorgsam dann an einem Platz, wo dem Fisch nichts passieren kann, den Fisch dann einzackt oder in den Sling packt und am nächsten Morgen zur erstbesten Möglichkeit der Kamera präsentiert und dann wieder schwimmen lässt. Und genauso verhalte ich mich auch beim Welsangeln. Da muss jeder selber entscheiden, wie weit er geht oder was er macht. Abschließend kann ich nur dazu sagen, das Thema Anleihen ist natürlich eine umstrittene Grauzone und jeder muss da selber für sich entscheiden, was er tut. Jeder ist da selber für sein Handeln verantwortlich. Wenn angeleint wird, dann bitte so sorgsam und sorgfältig wie möglich und am richtigen Platz. Und was relativ lustig oder spannend bei dieser ganzen Diskussion ist, die Leute, die heute in der Öffentlichkeit am meisten über das Anleinen wettern und schimpfen, die haben früher selbst haufenweise Fische angeleint. Nur das ist halt die Vergangenheit, da spricht keiner mehr drüber. Und im Endeffekt betrifft es ja jeden irgendwo, der was mit dem Angeln zu tun hat, sobald ein Fisch gehältert wird, egal ob das in einem Setzkescher ist, in einem Karpfensack oder eure Köderfische beim Welsangeln. Habt ihr den Fisch in seiner Freiheit irgendwo eingegrenzt und seid selber dafür verantwortlich, wie das Ganze im Endeffekt ausgeht. So, krasses Thema, aber ist spannend darüber mit euch zu diskutieren und zu philosophieren. Und immer wenn ihr eine andere Meinung habt oder was anders seht, bitte unten in der YouTube-Kommentarleiste richtig mitreden, richtig mitdiskutieren. Da kann ich dann in einem der nächsten Klartextgespräche gerne drauf eingehen. So, weiter geht's im Alt. Da hat ja noch eine Frage gefehlt. Thema Wiegen von Welsen. Genau, das habe ich vergessen, da bin ich nicht drauf eingegangen. Ja, das Wiegen von, nicht nur von Welsen, von allen Fischen, die groß und schwer ist, ist ein sehr schwieriger Prozess, der sehr gut vorbereitet werden muss und der auch nur von Leuten durchgeführt werden sollte, die richtige Ausrüstung am Wasser dabei haben. Man braucht immer Hilfe von anderen Anglern. Alleine kann man keinen großen, schweren Fisch schnell und auch sorgsam wiegen. Ich habe früher in der Vergangenheit viele große Welse gewogen, konnte danach aber auch mit Gewissheit sagen, es hat sich hier um einen 100-Kilo-Fisch gehandelt. Viele Angler schwirren ja da umher oder auch viele Camps und sehen ihren Fisch und sagen, oh Petri, 120 Kilo.
Dieser Fisch wurde niemals gewogen. Das sind oftmals auch Fische, wenn ich die Fische dann auf Bildern sehe oder weil ich halt einfach einen Vergleich habe, wo ich klipp und klar sagen kann, dieser Fisch hat nicht mal 90 Kilo gehabt. Ja, aber da wird dem Gast irgendeine Illusion verkauft, einfach damit der sich besser fühlt. Um zum Thema zurückzukommen, ich habe in der Vergangenheit öfters Welse gewogen. Ich habe eine spezielle Wiegeplane oder eine spezielle Wiegevorrichtung, wo dieser ganze Wiegeprozess sehr schnell und für den Fisch möglichst schonend durchgeführt werden kann. Natürlich sind es immer Strapazen für die Tiere und aus diesem Grund wiege ich heute auch keine Fische mehr, sondern schätze die meisten Fische. Ich traue mir diesen Schätzvorgang aber sehr, sehr genau zu, weil ich in der Vergangenheit eben viele Fische in unterschiedlichen Ausmaßen gewogen habe und kann heute schon sehr deutlich erkennen, so das Gewichts-Längenverhältnis, je nachdem wie der Fisch proportioniert ist, ob es ein Fisch in der 100-Kilo-Klasse ist, ob es ein Fisch in der 120-Kilo-Klasse ist oder ob es ein Fisch in der 80-Kilo-Klasse ist. Ja. Heute verzichte ich weitgehend auf das Wiegen. Viele von meinen Gästen kommen oft zu mir, wenn wir einen großen Fisch gefangen haben und sagen, Stefan, können wir den nicht mal schnell wiegen? Da sage ich, nee, das ist doch jetzt Quatsch. Was bringt dir das jetzt? Es handelt sich hier definitiv um einen Fisch in der Gewichtsklasse zwischen 110 und 120 Kilo. Bringt es uns jetzt was, wenn wir wissen, dass dieser Fisch 112 Kilo, 121 oder 118 Kilo hat? Ja? Das ändert ja an dem ganzen Erlebnis, an der ganzen Sensation dieses großen Fisches, dieses Fangs überhaupt nichts mehr. Aus diesem Grunde verzichte ich heute zum Wohl des Fisches auf diesen Wiegeprozess. Beim Karpfenangeln, je nachdem, wiege ich noch Fische, da möchte ich schon gerne noch wissen, hat der Fisch jetzt die 20 Kilo Schallmauer überboten? Ist der Fisch ein 25 Kilo Fisch? Aber ansonsten habe ich mit dem Wiegen eigentlich überhaupt nichts mehr am Hut. Beim Hechtangeln habe ich noch nie einen Fisch gewogen. Es gibt Gebiete oder Länder oder Angler, die sind da nur auf Gewichte aus. Ich akzeptiere das, überhaupt kein Thema. Beim Hecht- oder Raubfischangeln zählt für mich die Länge. Also ich will jetzt wissen, hat der Hecht einen Meter, hat der Zander 80 oder 90. Aber da ist das Gewicht für mich komplett zweitrangig. Und beim Welsangeln handhabe ich es heute genauso. Der Fisch wird ordentlich geradlinig gemessen. Je nachdem, was es für ein Fisch ist, versuche ich dann das Gewicht optimal oder sehr genau zu schätzen. Einfach aus der Erfahrung der letzten 20 Jahre heraus, weil ich schon wirklich sehr, sehr viele 100 Kilo Fische gefangen habe, die auch gewogen wurden. Heute verzichte ich auf die Prozedur, aber in der Vergangenheit gemacht haben wir es. Immer mit bestem Wissen und Gewissen und der richtigen Ausrüstung. Also wenn ihr anfangt, einen Wels an irgendeinen Galgen zu hängen und irgendwo über einen Flaschenzug hochzuziehen, könnt ihr den Fisch auch gleich weitgerecht töten, mit nach Hause nehmen, das bei euch in der Garage machen. Am Wasser haben solche Sachen überhaupt nichts verloren. Wenn wiegen, dann richtig großes Wiege, eine große Wiegeplane, mehrere Leute, eine Waage irgendwo an einem hohen Punkt hängen, den Fisch möglichst schnell da dranhängen, Gewicht ablesen, Matte abziehen und dann habt ihr das reale Gewicht. Aber überlegt es euch gut, es ist immer ein riesen Heckmeck und da gebe ich euch definitiv recht, für den Fisch wahrscheinlich nicht das tollste Erlebnis. Ja. Hier geht auf jeden Fall die Sorgfaltspflicht von uns Anglern definitiv vor. So, weiter geht's im Klartext. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten wir da jetzt schon draufgeballert haben. Vielleicht wird es doch eine riesen, mega lange Folge. Aber ich hoffe, es ist für euch oder bleibt für euch spannend. Einfach mal so in diesem Format zusammen am Wasser zu sein. Ich muss jetzt erstmal schnell was essen. In dem Fall trinke ich schnell was. Kochen kann ich ja jetzt schwer, wenn ich mit euch in so heißen Diskussionen verstrickt bin. Aber mit Y-Food, leckere Trinkmahlzeit, geht das rucki zucki und ich kann mich sogar ernähren, während wir hier diskutieren. So. Nächste Frage, die Sonne kommt wieder raus. Die Nicole schreibt, hi Stefan, finde ich gut, Klartext zu reden. Meine Frage, schon etwas peinlich, gibt keine peinlichen Fragen. Wenn du Gäste zum Angeln hast, machst du da Unterschiede zwischen Männern und Frauen, beziehungsweise Menschen, die körperlich eingeschränkt sind? Ich zum Beispiel habe seit einigen Jahren MS und wenn es hektisch wird, werde ich nervös, mache Fehler, auch beim Angeln. Wurde auch schon mal ganz blöd angeschrien von einem Freund, der mich begleitet hat. Mein Lebensgefährte ist mittlerweile die Ruhe in Person bei mir geworden.
Ich habe dann Angst, was kaputt zu machen bzw. Fehler zu machen, weil mein Kopf auf einmal leer ist. Liebe Grüße, mach weiter so und bleib wie du bist. Vielen Dank, Nicole, und erstmal Respekt, dass du so offen mit diesem schweren Thema umgehst. Ich wünsche dir auf diesem Wege alles Gute, dass du gut zurechtkommst. Mehr kann man da, glaube ich, jetzt hier aus der Entfernung gar nicht dazu sagen. Man muss auf jeden Fall, das zeigt es einem ganz deutlich, glücklich sein, wenn man gesund ist und es auch jede Minute auskosten und dankbar dafür sein. Zu deiner Frage, ich mache bei meinen Touren überhaupt keine Unterschiede zwischen Männern und Frauen, auch bei der Wetterlage. Ja? Wenn es hart wird, müssen wir alle da durch, und wenn es Urlaubsangeln ist, wie jetzt gerade hier in den Rheinauen, können wir da auch jede Minute zusammen genießen. Dass Gäste, die nicht permanent am Wasser sind und keine große Angelerfahrung, auch mal Fehler machen können, ist ganz normal. Aber das macht für mich auch diesen Job oder dieses Unterwegssein mit fremden Leuten sehr spannend und sehr erlebnisreich. Jemand, der sich bei mir aufs Boot setzt und sagt, hier pass auf, ich bin Angelprofi, ich will nur einen dicken Fisch fangen, also ich will nur durch deine Erfahrung jetzt an den richtigen Platz hier kommen, dann drillen, dann wieder nach Hause fahren. Das gibt mir gar nicht so viel, ja. Und von dieser Art von Gästen habe ich zum Glück auch relativ wenig. Ich finde es spannend, zusammen am Wasser zu wachsen, zusammen auf die Jagd zu gehen, den Leuten, egal ob Männlein oder Weiblein, auf der Jagd nach ihrem Traumfisch, nach dem Waller, behilflich zu sein. Und dass dabei auch Fehler entstehen können, ist ganz normal, das ist menschlich. Ja. Ich mache auch Fehler. Man muss nur in der Lage sein, aus diesen Fehlern zu lernen und das nächste Mal es einfach besser zu machen. Und wenn jemand wie du krankheitsbedingt plötzlich bestimmte Beeinträchtigungen hat, ist das ganz klar. Und da müssen wir auf jeden Fall drauf Rücksicht nehmen. Ich habe die unterschiedlichsten Gäste schon gehabt. Leute, die im Rollstuhl saßen, Leute, die bestimmte körperliche Probleme hatten, also wo wir einfach einen Schritt langsamer machen mussten. Aber wenn man das vorher weiß und wenn man sich darauf einstellen kann, ist es auch in einer Gruppendynamik überhaupt kein Problem. Und da zieht jeder gerne mit. Also wenn du Bock hast, mal dich mit mir auf Tour zu begeben, hab da keine Angst, kontaktiere mich und wir versuchen von der Location her und vom Ablauf her das so zu planen, dass es für dich ein Erlebnis wird und keine Qual. Aber wie gesagt, es sind alle Leute bei mir willkommen, egal ob Männlein oder Fraulein. Bei den Mädels achten wir schon drauf, dass die ein bisschen geschont werden, ja. Dass die auf jeden Fall ein wasserdichtes, regendichtes Zelt haben. Den schieben wir dann auch mal gerne abends, wenn es richtig kalt sein sollte. Eine Wärmeflasche mit in den Schlafsack. Da gucken wir, dass wir nicht gerade in der stärksten Regenfront irgendwo moven. Aber wie gesagt, im Endeffekt geht es ums Angeln und um das Beste aus der Natur rauszuholen. Und da muss dann auch jeder mitziehen, so gut wie es geht. Und wie es die Situation aktuell erfordert. Aber wie gesagt, Männlein, Weiblein, diverse, alle möglichen Leute sind willkommen. Und ich habe bis jetzt in der Vergangenheit auch schon mit allen möglichen Klientelen, Charakteren einen Heidenspaß gehabt und geile Fische gefangen. So, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Der Moritz schreibt, und die Sonne geht wieder auf. Moin, ich finde es super, dass du so ein Frage-Antwort-Video machen wirst. Da fallen mir spontan auch zwei Fragen ein. Erstens. Ist es richtig, dass man einen großen Heilbutt erschießt? Reicht da nicht ein Gaff? Zweitens, wenn ihr nachts Welse fangt und dann erst bei Tageslicht Fotos macht, ja auch teilweise von mehreren großen Fischen, wie hältet ihr die Fische? Werden diese sozusagen durch den Kiemendeckel angebunden? Man kann ja diese Monsterfische schlecht im Planschbecken aufbewahren. Hi Moritz, danke für deine Frage. Auf die zweite Frage bin ich ja schon mit dem Thema Anbinden eingegangen. Eine kurze Anekdote da noch zu dem Thema mehrere Fische auf einer Plane. Ich versuche heute diese Fotos zu vermeiden, weil einfach sehr viel Kritik auf solche Fotos kommt und durch Unwissenheit auch sehr oft falsche Tatsachen von Neidern, sage ich jetzt mal ganz klipp und klar, in den Raum gestellt werden. Mir ist früher zu Ohren gekommen, dass es gehießen haben sollte,
aus bestimmten Kreisen, wenn Stefan Zeus mit 2 oder 3 Welsen auf dem Foto zu sehen ist, dass ich diese Fische wochenlang, tagelang gesammelt habe, um so ein Angeberfoto euch zeigen zu können. Das ist alles kompletter Quatsch, kompletter Nonsens. Die Jungs, die bei diesen Touren dabei waren, wissen genau, jetzt krabbelt da, glaube ich, gerade eine Mücke über die Linse. Die muss weg. Die Jungs, die bei diesen Touren dabei waren, wissen genau, was da Wahrheit ist und was da Sache gewesen ist. Wenn solche Bilder, es gibt diese Bilder mit 2, 3 oder teilweise auch mehreren großen Fischen auf einer Plane entstanden sind, wurden diese Fische alle in einem ganz kleinen Zeitraum, in einer sogenannten Sternstunde-Nacht gefangen und dann am nächsten Morgen zusammen abgelichtet und wieder freigelassen. Heute versuche ich, solche Massenfotos zu vermeiden. Wir fangen teilweise immer noch in manchen Nächten mehr Großfische, wenn es mal passt und wenn die Situation stimmt, als andere Angler in einem Jahr oder in ihrem Leben vielleicht sogar. Und aber um diesen Neidfaktor da nicht so aufkommen zu lassen und dann wieder diese Gerüchteküche brodeln zu lassen, wir sammeln Fische oder irgend so ein Blödsinn, ja, versuche ich, diese Fotos zu vermeiden und fotografiere die Fische in den Gebieten, wo es erlaubt ist, wo wir die Fische nicht entnehmen müssen, einzeln, sorgsam, sorgfältig und lasse sie dann direkt wieder schwimmen. Kommen wir zum Thema Heilbutt. Ist ja auch ein Fisch, eine Fischart, ein Raubfisch, der König der Nordmeere, der mich sehr stark in seinen Bann gezogen hat, was ich auch jedes Jahr 1-2 Wochen immer in meinen Reiseplan mit einplane, das gezielte Heilbuttangeln. Vor allen Dingen in Norwegen und Island war ich da oder bin ich da viel unterwegs. Und nee, es ist kompletter Quatsch. Ja. Kommt ja immer drauf an, was ihr mit dem Fisch vorhabt. Bei meinen geführten Heilbutt-Touren releasen wir alle Fische und haben dafür auch mittlerweile eine ganz spezielle Ausrüstung uns angeeignet. Ich zum Beispiel habe einen komplett wasserdichten Anzug, einen Ursuit-Anzug, mit dem kann ich jederzeit ins Wasser rein. Ich bin komplett geschützt, das ist ein Überlebensanzug und kann mich neben den Fisch im Wasser legen, wenn er an die Oberfläche kommt, mit dem Fisch ein Erinnerungsfoto machen, den Fisch aushaken und schwimmen lassen. Wenn ihr ein Heilbutt habt, von so 1,60 aufwärts und habt eine hohe Bordwand, kriegt ihr diesen Fisch eh nur ganz schwer ins Boot. Und wenn ihr den Fisch dann zurücksetzen wollt, wird es eine ganz schwierige Prozedur. Erstmal den Fisch ins Boot reinhieven, Foto machen und dann wieder rausschmeißen. Also das funktioniert in den meisten Fällen nicht. In dem neuen Revier, in der Tjongsfjord Lodge, mit dem ich jetzt zusammenarbeite oder wo ich aktuell meine Heilboot-Touren fahre, haben wir den großen Vorteil, dass wir ein Boot haben, wo wir vorne die Spitze des Bootes runterfahren können. Da werdet ihr auch in Kürze ein Video dazu sehen, wo ich meinen Traumfisch, einen riesen Heilbutt, fangen konnte. Wir haben ihn kurz ins Boot reingeholt, fotografiert und wieder released. Ich weiß, dass in bestimmten Regionen, in bestimmten Ländern gang und gäbe ist, wenn ein riesiger Heilbutt an die Oberfläche kommt und dieser entnommen werden soll, dass die auf den Fisch schießen. Aber in den normalen Regionen oder bei den normalen Anglern ist es kompletter Quatsch. Denn wer hat denn eine Knarre mit auf dem Boot und ballert dann auf so einen Fisch drauf? Ja? Ihr braucht erstens einen Waffenschein. Ihr müsst erstens die Knarre irgendwie mit in euer Reiseland bekommen. Ja? Das ist ein kompletter Quatsch. Also in Kanada, in Alaska weiß ich, dass die Guides oft Waffen dabei haben zum Schutz vor, wenn man am Ufer angelt, vor Bären, vor Wildtieren, um die Gruppe zu schützen. Aber ich habe noch nie erlebt, dass jemand nach einem Heilbutt-Drill plötzlich einen Colt zückt und auf diesen Fisch ballert. Wir machen es folgenderweise. Ich habe ein kleines Handgaff, was ich dem Fisch unten im Unterkiefer setzen kann. Das kann ich auch im Koffer mitnehmen. Aber in den meisten Fällen nutzen wir die sogenannte Heilbutt-Schlinge. Das ist eine Schlinge mit einer Boje, also mit einem Stück Seil dran und einer Boje am Ende, einer großen, richtigen großen Boje. Diese Schlinge, wenn der Heilbutt hochkommt, seht ihr übrigens auch im Video, wird dem Heilbutt hinten über die Schwanzwurzel geschmissen, dann zugezogen und dann kann der Fisch nochmal abrattern, ist aber über diese Boje im Schlepptau, die der Fisch dann hinterher zieht und die ihn an der Oberfläche hält, gesichert. Über diese Schwanzschlinge können wir dann den Fisch am Boot fixieren.
Wenn es ein kleinerer Fisch ist, also sage ich mal Fische bis 1,20, könnt ihr problemlos auch 1,20, 1,30, 1,40 Fische, die an der Schwanzwurzel hinten mit Handschuhen packen und hochheben für geübte Angler. Ansonsten empfehle ich bei kleineren Heilboots, kennt ihr auch aus meinen Videos, einen großen stabilen Raubfischkescher. Das Beste, was es gibt für Norwegenangler, auch mit der hohen Bordwand. Auch für die Dorsche, die Seelachse, für alles, auch wenn ihr die Fische mitnehmen wollt. Ihr kommt aber viel besser an die Fische ran, als euch da über Bord zu lehnen, noch das Risiko einzugehen, ins Wasser zu fallen. Ein großer, stabiler Kescher, bumm, Fisch wird abgeschöpft, da passen auch problemlose Heilboots bis 1,50 rein, rübergehoben, Foto gemacht und das, was ihr nicht essen möchtet, geht dann direkt zurück. Und bei richtig großen Heilboots nutzen wir diese Schwanzschlinge, haben den Fisch dann damit fixiert, können den Fisch, wenn das Boot es hergibt, kurz ins Boot holen, Foto machen und dann geht er sofort wieder zurück. So handhaben wir es, aber wie gesagt, eine Knarre ist da bei unserer Fischerei komplett fehl am Platz, denn wir wollen ja die Boots zurücksetzen. Also wir nehmen in Norwegen wirklich nur das mit rein, was wir essen, was wir verwerten können. Ich nehme auch mal ein bisschen Fisch mit nach Hause, so 10, 12 Kilo für mich, für die Familie. Ich esse sehr gerne Fisch, aber ich fahre nicht nach Norwegen, um meine Kisten da voll zu machen, um irgendwo meine Reisekosten dadurch umzulegen. Das ist kompletter Quatsch. Ich fahre in dieses Land, um zu angeln, um eine tolle Fischerei erleben zu dürfen und setze, wie gesagt, 80-90%, wenn wir die Fische flach fangen, der gefangenen Fische zurück. Bisschen was geht mit ins Camp, abends gemütlich einen frischen Fisch mit den Kumpels essen und der Rest wandert alles wieder übers Boot zurück ins Wasser, in die Freiheit. So, jetzt wird es immer wärmer. Ich wollte auch noch einen Platzwechsel machen. Ich würde vorschlagen, ich setze jetzt erstmal mein Boot um. Ich will heute Nacht hier aus der Aue raus. Wir haben heute Nacht angebunden geangelt. Ich möchte noch ein bisschen weiter runter jetzt den Rhein und möchte nochmal in der Hauptströmung an ein paar Buhlenfeldern mein Glück versuchen, werde jetzt erstmal das Boot umsetzen und unten steigen wir dann in die letzten zwei Klartextfragen, die ich in diesen Bereich jetzt hier mit reingeordnet habe, ein. Einmal geht es um das Thema, der Manuel schreibt, hi Stefan, ihr habt ja im Frühjahr gefangen, da gab es ja kein Morgen mehr. So viele 2 Meter Fische und Fische der 100 Kilo Klasse habe ich zuvor bei keinem anderen Angler gesehen. Wir waren zeitgleich mit euch am Fluss, circa 30 Kilometer weiter oben und hatten nicht diesen Erfolg. Konnten nur 2 kleinere Fische im gleichen Zeitfenster fangen. Kannst du mir sagen, woran es gelegen hat? Oder hast du vielleicht einen Tipp, was wir demnächst besser machen können oder was du anders machst? Spannende Frage, passt auch zum aktuellen Zeitgeschehen. Wir konnten ja in dieser Frühjahrszeit jetzt, also es war der absolute Wahnsinn, ganz, ganz niedrige Wasserstände am Fluss, also so niedrig und klar habe ich den großen Fluss Italiens selten erlebt. Und ich konnte in diesem Zeitraum, es waren glaube ich insgesamt 6-7 Wochen, die ich unten war, 10 Fische über 100 Kilo fangen und ich glaube 28 Fische über 2 Meter Länge. Also das ist kompletter Wahnsinn, das hat es eigentlich noch nie gegeben, für mich auch eine Zeit, an die ich sehr, sehr gerne zurückdenke und wie es zu diesen Wahnsinnsfängen kommen konnte, was dazu geführt hat, das besprechen wir gleich, wenn wir weiter unten am neuen Platz uns wiedersehen, ich das Boot neu vertaut habe, gemoved bin, da geht es weiter und da sprechen wir wieder Klartext. Bis gleich, bleibt dran. Da bin ich wieder. Neuen Platz gefunden. Ich werde heute Nacht hier Hauptstromangeln machen, zwischen so ein paar versunkenen Buhnenfeldern. Sieht ganz gut aus, Boot ist sicher verankert und wir machen weiter im Klartext. Ja. Kommen wir zurück zu dieser krassen Großfischserie, die wir jetzt im Frühjahr 2022 am Po-Mittellauf fangen konnten. Also das geht wirklich auf keine Kuhhaut. In den vergangenen Jahren habe ich es oft geschafft, so 1, 2, manchmal auch 3 situationsbedingt Fische der 100 Kilo Klasse in einem Jahr zu fangen. 1, 2 Ausnahmefische waren da immer dabei, zwischen 2,50 Meter und 2,60 Meter. Und dieses Frühjahr war einfach absolut brutal. Ja. Wir konnten 10 Fische über 100 Kilo in relativ kurzer Angelzeit, 6, sagen wir mal übertrieben, gesagt, 7 Wochen war ich am Fluss unten fangen
und viele, viele Fische, hohe 2 Meter Fische, also viele Fische zwischen 2,20 und 2,30. Es war wirklich eine ganz, ganz verrückte Fischerei. Aber wie ihr schon jetzt geschrieben habt oder auch mir die Frage gestellt habt, viele Angler waren dabei, die haben ein bisschen in die Röhre geguckt. Ja? Bei denen ist es nicht so gut gelaufen. Glück gehört immer beim Angeln dazu, aber in dem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Ja? Also wir haben mit dem Fluss oder mit dem Bild des Flusses, mit der Situation, die am Fluss geboten war, es ist ja die letzten, glaube ich, 20 Jahre nie mehr so lange ein konstantes Niedrigwasser in Italien am Fiume Po gewesen, wie es dieses Jahr 2022 der Fall war. Gestartet Ende Februar sind wir, glaube ich, bei minus 1,5 Metern und aufgehört habe ich bei minus 2,5, minus 2,6, vielleicht waren es auch minus 2,7 Meter unter Normalstand. Und das konstant die ganze Zeit bis Ende April rein. So, jetzt kommen hier die Wellen. Die Wasserschutz ist gerade vorbeigeballert. So, weiter geht's im Thema. Die Wasserschutz ist gerade vorbeigeballert. Wir haben ganz schöne Wellen hier geschmissen. Und da habe ich mal kurz ein kleines Päuslein gemacht. Ja, wie gesagt, viele Angler sind in dieser Zeit auch sehr, sehr mau wieder nach Hause gefahren, weil einfach wahrscheinlich die falschen Entscheidungen getroffen wurden. Ja. Ich mag ja dieses Angeln im Frühjahr, wenn sich alles langsam erwärmt, wenn die Fische langsam aktiv werden. Das ist meistens in dem Zeitraum der Fall, so von 7, 8 Grad Wassertemperatur konstant ansteigend auf die 14, 15 Grad Marke. Da haben die Welse dann richtig Bock, gehen richtig ins Futter, fangen richtig an zu fressen, um ihre Laichzeit vorzubereiten. Und wir hatten ja in dieser Phase von Ende Februar bis, kann man fast sagen, Ende April, kaum einen Tag Regen. Es war konstantes Wetter, es wurde täglich wärmer, die Wassertemperaturen sind ganz langsam, sehr langsam, aber konstant in die Höhe geklettert. Ich glaube, im März war eine Phase dabei, da hatten wir über 2 Wochen die gleiche Wassertemperatur von 12, 13 Grad, da wollte überhaupt nichts passieren. Und dann plötzlich ist es schlagartig nach oben geschnellt. Und durch dieses extreme Niedrigwasser haben sich halt Plätze herauskristallisiert, die sonst für uns komplett unbekannt waren, ja, und auch unscheinbar waren. Zum Beispiel Bäume, die irgendwo, also Baumspitzen von Totholz, die irgendwo aus dem Fluss plötzlich in der Flussmitte empor geschaut haben, kleine Sandabrisse, kleine Sandplätze, wo gerade ein Angler mit Liege drauf Platz gefunden hat, irgendwo mitten im Fluss an bestimmten Spots. Aber auch Abrisse, also Sandkanten, die weit durchs Wasser gelaufen sind, die vorher nicht da waren. Man hatte ja für die Jungs, die selber um diese Zeit unten am Fluss waren, die können es ja bestätigen, wir hatten ja teilweise sogar Probleme, in der normalen markierten Fahrspur, in der Fahrrinne, wo die Bojen die Fahrspur markieren, mit dem Boot ohne Grundkontakt durchzufahren. Ja. So wenig Wasser war in dem Bach. Es war eine Sensation, der konstant niedrige Wasserstand. Und viele Angler denken ja immer auch, Hochwasser, braunes, dreckiges Wasser, wird zwar Angeln leichter. Aber für mich hat diese Situation perfekt gepasst und ich konnte ganz genau zielgerichtet und vor allen Dingen sauber meine Montagen, meine Fallen an den unmöglichsten Plätzen für lange Zeit präsentieren. Und dieser Plan ging halt ganz brutal auf. Warum da hauptsächlich oder so viele große Fische gekommen sind, das kann ich jetzt schwer hier beschreiben, weil ich einfach glaube, dass die großen Fische bestimmte Standplätze haben, die sonst für uns Angler oft unerreichbar sind. Und wir jetzt an diese Plätze ranangeln konnten. Ja. Der Po zählt ja mit zu den am stärksten beangelten Gewässern Europas. Also dort trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Man bekommt dort nichts geschenkt. Und wer am Po in der Lage ist, die richtige Entscheidung zu treffen und permanent Fische zu fangen, egal ob das jetzt große oder kleine Fische erstmal sind, der kommt eigentlich meiner Erfahrung nach an allen Gewässern Europas zurecht. Weil kein Gewässer ist so schwierig, so tückisch, liegt wahrscheinlich an den
sich oftmals schnell wechselnden Wasserständen und an dem immensen Aufkommen an Nahrung in diesem Fluss. In Spanien, in Frankreich, hier in Deutschland haben wir nicht diese Biomasse an Nahrung für den Wels und kommen viel schneller zum Zug, wenn auch mal ein Köder nicht ganz perfekt liegt. Aber in Italien, die Meereschen waren im Frühjahr schon da, sind eigentlich immer im Fluss, ja, aber die Schwärme waren schon sichtbar, waren teilweise an der Oberfläche unterwegs oder in bestimmten beruhigten Regionen mit viel Sonneneinstrahlung, riesige Schwärme an Fischen, hunderte von Meereschen im Pulk an bestimmten Standorten und genau da stand halt der Waller hinten dran. Wie sind wir vorgegangen? Ich habe sehr viel Zeit dafür investiert, die Futterfische zu suchen. Das hat schon Ende Februar, Anfang März begonnen, wie ich gemerkt habe, dass das Vertikalangeln gar nicht so einfach ist. Wir konnten einige gute Fische vertikal fangen. We have time. Big one. Ghost Hook hat es wieder gerichtet. Wahnsinn. Aber es war nicht das gleiche Vertikalangeln, was ich sonst von der kalten Jahreszeit gewöhnt war. Also ich habe sofort gemerkt, die Fische sind schon sehr verteilt im Fluss und werden irgendwo in den Futterfischschwärmen, mit den Futterfischschwärmen mitziehen und dort auch fressen. Ja. Gutes Vertikalangeln gelingt ja meistens dann, wenn die Fische noch irgendwo abliegen und noch nicht richtig aktiv sind. Wenn die Fische aber verteilter im Gewässer unterwegs sind, also auch mit den Futterfischschwärmen mitziehen, sich da hinten dran stellen, dann wird es Vertikalangeln schwierig und der Ansitz, sofern man da die richtige Entscheidung trifft, richtig gut. Ich habe also viel Zeit damit verbracht, Gewässerbereiche zu suchen, wo ich auf dem Echolot Futterfischschwärme finden konnte. Alles voll mit Futterfisch, alles voll. Ihr seht da den Schwarm auf dem Sidescan stehen. Ihr seht das, alles voll mit Echo. Jetzt geht's hoch. Jetzt geht's hoch. Kante. Ja, einer der Top-Plätze für uns Angler jetzt im Frühjahr. Alles voll mit Futterfisch im Tiefen. Kante geht langsam hoch. Solche Plätze müssen wir finden. Und hier hinten, da steht der Planet, die Sonne, die erwärmt jetzt das Wasser. Sorgt für neues Leben nach dem Winter. Alles voll mit Futterfisch. Und diese Bereiche dann vom bestmöglichen Winkel beangelt. Dabei treten wir oftmals sehr weit aus unserer Komfortzone heraus. Viele Welsangler nutzen diese Zeit, die sie in Italien haben, diese Woche, die sie unterwegs sind mit ihren Kumpels, als zum Urlaub machen, setzen sich irgendwo hin, wo es schön ist, wo man schön sitzen kann, wo man schön grillen kann, ballern die Ruten raus und warten dann mal, was passiert. In der Regel passiert relativ wenig. Wir nutzen diese Zeit oder ich nutze diese Angelzeit, um in dem Zeitfenster, was ich habe, das Bestmögliche für meine Freunde, meine Gäste oder auch für mich herausholen zu können. Also chillen kannst du später, chillen und grillen. Wenn Angeln angesagt ist, natürlich gibt es bei uns auch Momente, wo es mal gemütlicher wird, aber wenn Angeln angesagt ist, gilt es, dass die Montage perfekt am richtigen Platz liegt. Und da haben wir halt die verrücktesten Sachen unternommen. Wir haben uns teilweise nur mit einer Liege in eine Steinpackung reingesetzt. Wir haben unser Boot mitten im Fluss verankert, 2-3 Ruten draufgesetzt, um an die Hotspots ranzukommen. Wir haben jede Möglichkeit genutzt, um an Plätzen unsere Köder zu präsentieren, die sonst eigentlich bei einem höheren Wasserstand nicht beangelbar sind. Ja, und dieser Plan ging ganz perfekt auf. Und mit das Wichtigste war im zeitigen Frühjahr oder ist im zeitigen Frühjahr die richtige Präsentation eures Köders. Schon da kann es sein, dass ihr durch kleine Fehler, auch wenn ihr direkt dort angelt, wo die Futterfische sind, wo der Waller zum Fressen hinkommt, aber durch einen kleinen Fehler an eurer Montage schon kein Biss mehr generiert. Ja. Und das ist in den letzten Jahren immer deutlicher geworden, dass wir sehr unauffällig angeln müssen und auch genau dort unseren Köder präsentieren müssen, wo die Futterfische auf natürliche Art und Weise schwimmen, stehen, vorkommen. Eigentlich ganz logisch. Ja. Wenn ihr jetzt praktisch mit einer 20 Gramm U-Pose unterwegs wart, Drilling Einzelhaken,
irgend so einem Schnickschnack an der Montage. Zu große Haken am Köder, teilweise, manche Walleangler verwenden ja heute immer noch Drillinge. Dann war es ganz schnell mal so, dass kein Biss kam, dass die Fische sofort gecheckt haben, hier ist was faul. Wenn euer Köder zu hoch präsentiert war, zu große U-Posen mit zu viel Auftrieb, keinen Biss bekommen, irgendwelche Schnickschnack-U-Posen, die in vielen Bereichen des Jahres oder an vielen Gewässern ihre Daseinsberechtigung haben, wie zum Beispiel Flügel-U-Posen, Rotations-U-Posen, irgend sowas. Aber in dieser Phase, im zeitigen Frühjahr, wird euch so ein Vorgehen, solche Bestandteile auf eurer Montage das Angeln kaputt machen. Jedenfalls in dem Revier in Italien, wo wir die ganzen großen Fische abholen konnten. Dort ist jeder Schnickschnack an der Montage überflüssig und wird euch definitiv auch nicht zu besseren Fängen verhelfen. Fisch, 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 Fisch! Schlauchboot. Und neben der richtigen Platzwahl war natürlich auch die richtige Montage das Mittel zum Zweck, der Erfolgsbringer. Ich habe euch in den letzten Jahren schon sehr viele ausgeklügelte Montagen vorgestellt. Aber im Frühjahr ist immer wieder eine Montage der komplette Bringer, der komplette Renner. Diese kleinen Mikro-U-Posen. Die ermöglichen es mir, meinen Köder ganz knapp und ganz, ganz unauffällig über Grund anzubieten. Fast alle großen Fische wurden in dieser Zeit mit der Haarmontage gefangen. Ich blende euch oben nochmal einen Link ein, wie ihr sie im Detail nachbauen könnt. Also dieser Montage schenke ich mein absolutes, hundertprozentiges Vertrauen. Setze ich im Frühjahr nur ein und habe eine sehr, sehr hohe Bissausbeute. Da war auch eine Frage vorhin dabei, habe ich auf dem Handy gesehen, die nach den Fehlbissen sich erkundigt hat. Ich werde nochmal im Detail im nächsten Klartextgespräch, im Klartextvideo drauf eingehen. Aber das hier ist ein Vorfach, so wie wir es im Frühjahr eingesetzt haben. Haarmontage bestehend aus dem kleinen Cat Hooker Größe 1-0, dem Mega Hook Größe 8-0. Beide Haken vom Gewicht her perfekt aufeinander abgestimmt, die Abstände perfekt aufeinander abgestimmt, das weiche Haar im vorderen Bereich, dann kommt der steife Bereich des Monos direkt dahinter im Abstand, Daumen, Zeigefinger, wie ich es euch schon oft erklärt habe, die erste U-Pose mit 3,5 Gramm Tragkraft, gefolgt von einer kleinen, die das steife Mono im Wasser schön streckt. Ja, und der Köder steht knapp über Grund, wird knapp über Grund präsentiert, ganz unauffällig. Vorfachlänge je nach Platz, je nach Situation zwischen 2 und 2,5 Metern. Das wird dann immer angepasst, auch je nach Wassertiefe. Und der Köder steht knapp über Grund, genau dort, wo die Futterfische in dieser Phase, in dieser Jahreszeit unterwegs sind. Die stehen auch ganz knapp am Grund. Und das knallt halt, ja, das fängt. Und wenn ihr in dieser Phase zu auffällig geangelt habt, zu viel Auftrieb hattet, aber am für euch scheinbar besten Platz unterwegs wart, kann es natürlich ganz schnell sein, dass ihr in die Röhre guckt, weil die Waller sind nicht dumm. Ja. Viele Wallerangler glauben immer noch, ist ja egal, was da unten zappelt, was man dem großen Raubfisch zum Fraß vorwirft oder anbietet, der nimmt es sowieso. Absoluter Quatsch. Jedes Gewässer hat da seine Spezialitäten und die Fische stehen auf bestimmte Futterfische in bestimmten Jahreszeiten. Und wer die nicht am Haken hat oder wer den Köder, den gewollten Köder des Wallers in dem Moment nicht anbietet, wird einfach keinen Biss bekommen. Ja? Und andere fangen sich, übertrieben gesagt, dumm und dämlich, weil sie einfach Kleinigkeiten anders machen. Oftmals sind es nur Kleinigkeiten, aber die dann im Endeffekt den feinen Unterschied bringen. Wie gesagt, wenn ihr unterwegs seid im zeitigen Frühjahr, vertraut diesen Mikro-U-Posen. Viele haben mich da schon angeschrieben und gefragt und gesagt, Stefan, die haben ja überhaupt keinen Sinn. 3,5 Gramm, 1,5 Gramm von einem Köderfisch, der teilweise 200, 300 Gramm wiegt. Wie kann das sein? Wie kann das funktionieren? Funktioniert super. Wir müssen den Fisch ja nicht anheben. Wir müssen ja nur, also in den Gebieten, wo wir diese Systeme einsetzen, angeln wir mit Livebaits und der Fisch muss ja nur zum Schwimmen knapp über Grund animiert werden. Und dieses System bringt euch garantiert große Fische ans Band.
Ihr könnt dieses System auch in Deutschland hier angeln mit einem Deadbait. Im Deadbait selbst habt ihr ja eure Auftriebskörper schon drin. Also der Fisch wird im Wasser schwerelos, hat sogar eher auftreibende Eigenschaften. Und mit den kleinen U-Posen wird er definitiv ganz unauffällig an Ort und Stelle im zeitigen Frühjahr bei noch kalten Wassertemperaturen präsentiert. Vertraut mir da, probiert selber mal aus und ihr werdet sehen, dass beim nächsten Italienurlaub, sofern wir diese Zustände noch mal erleben sollten, ja, einiges anders läuft. Zur Farbe der U-Pose kann ich nur sagen, ich liebe dieses Rot. Ich habe ein riesen Vertrauen in Rot. Ich weiß, dass Welse Farben und Kontraste erkennen können. Wenn ihr sehr klares Wasser im Frühjahr habt, nutze ich sehr gerne diese roten U-Posen bei einer relativ flachen Köderpräsentation. Wir haben die meisten Fische in Wassertiefen zwischen 1,5 und 3 Metern gefangen. Solltet ihr tiefer angeln oder trübes Wasser haben, nutze ich sehr gerne die gelben U-Posen oder auch die schwarzen. Ja. Das liegt dann an euch, je nachdem, wo der Köder präsentiert wird. Ich bin ein absoluter Fan von Rot und der Erfolg gibt diesen Jungs hier definitiv recht. Ende März, Anfang April, Mitte April haben sich die Bedingungen in Italien dann doch wieder drastisch geändert. Da kommt so ein Speedboot jetzt gerade hier runtergeballert. Ich zeige es euch mal schnell. Das ist ja sehr sinnvoll. So ein Quatsch. Da hocken jetzt 20 Leute drauf, da zahlt jeder einen Fuffi, dass sie hier wie die Verrückten einen Rhein hoch und runter fahren können. Benzin kostet ja heutzutage nichts mehr. Ich muss schon mir wirklich was zurücklegen und sparen, um einen Angeltrip machen zu können, um Boot und Auto zu tanken. Und die hier fahren hoch und runter einen Rhein und finden es mega lustig, wenn sie über eine Welle springen können. Da kommen sie zurück. Anführer, der Kapitän mit seiner dicken Sonnenbrille sitzt am Steuer und gibt Gas. Ja, und die Meute hockt auf ihrem Stuhl festgeschnallt, fliegt rum und findet es mega lustig. Ja, das ist absolut sinnfrei. Das ist wirklich sowas, ist absolut sinnfrei. Haufen Wellen kommen jetzt hier am Ufer an und da heißt es dann immer, für die normale Schifffahrt Sog- und Wellenschlag vermeiden. Damit wir die Ufervegetation hier nicht beschädigen. Und die fahren zum Spaß mit 2x350 PS hier einen Rhein hoch und runter und hüpfen über die Wellen. Naja, jedem das Seine. So, jetzt klemme ich hier das Stativ wieder ein. Weiter geht's im Klartext. Anfang April bis Mitte April haben sich dann die Bedingungen am großen Fluss komplett geändert. Die Wassertemperatur ist plötzlich relativ schnell in die Höhe geschossen, es wurde sehr warm und die Fische haben sich schon langsam angefangen zu sammeln. Ja. Wir hatten Wassertemperaturen so 16, 17 Grad rum und eigentlich noch keine Jahreszeit, noch keinen Monat für ein Sammeln der Fische, fürs Laichen. Aber dieses Jahr war ja wie gesagt alles anders und ich habe gemerkt, dass bestimmte Bereiche fast fischleer im Fluss waren und andere Bereiche ein sehr großes Aufkommen an Welsen hatte. Ja. Also die Fische sich wirklich schon in bestimmten Regionen zusammengestellt haben. Und ich konnte am Fluss beobachten, dass ein Großteil der Futterfische jetzt schon sehr weit an der Oberfläche stand. Also sehr weit oben, die Eschen unterwegs waren. In manchen Nächten, vor allen Dingen in der Vollmondphase, die wir dann erleben durften, hatte man mit dem Schlauchboot beim Auslegen öfters die Situation, dass riesige Eschenschwärme neben dem Boot aufgetaucht sind, teilweise sogar Fische ins Boot reingesprungen sind. Also die Wasseroberfläche war voll mit Futterfisch. Und ich habe dann sehr schnell, weil auch die Bisse oder die Anzahl der Bisse auf die Mikro-U-Posen, auf die grundnahe Köderpräsentation sich drastisch verändert hatte. Ja. Es kam immer noch Aktion, aber es war nicht mehr so gut wie vorher, wo das Wasser noch kälter war. Ich habe dann sehr schnell meine Montage geändert. Ich habe jetzt mal kurz den Standort gewechselt. Wir hatten zu viel Wind, zu viel Lautstärke unten direkt am Wasser.
bin jetzt ein bisschen auf die andere Packungsseite gekrabbelt. Ich glaube, hier versteht ihr mich besser. Ich habe dann meine Montage von der Haarmontage her beibehalten, habe aber die Mikros entfernt und bin auf kleine Bleie übergegangen, die anstatt den Mikroposen auf meinem Vorfach fixiert werden, und habe meine Köder alle oberflächennah präsentiert. Ich habe mir also wieder Spots im Fluss gesucht, die sich für eine oberflächennahe Köderpräsentation angeboten haben, wie zum Beispiel Außenkurven mit schraffen Lehmwänden, wo ich ins Ufer Stöcke stecken konnte, um meine Köder schön im Winkel über tiefem Wasser an der Oberfläche präsentieren zu können. Brückenpfeiler, Bäume, die irgendwo aus dem Fluss herausgeragt sind. Der ganze Fluss war ja voller Holz. Ja, da sieht man erstmal, in was für einem hindernisreichen Areal wir sonst angeln, wenn das Wasser bei Normalstand ist. Ja, also das, was Wasser, was da gefehlt hat, hat uns wirklich viele, viele Flussgeheimnisse preisgegeben und wir haben viele spannende Bereiche gefunden. Oftmals ganz kleine Gebiete, wo ein Baum bei 3 Meter Wassertiefe aus dem Fluss hinausgeschaut hat, dahinter die Montage gesetzt, leichtes Blei drauf, was dem Köder daran hindert, in seiner Bewegung zu schnell zu werden. Also ich setze diese Bleie nicht ein, um den Köder auf eine bestimmte Wassertiefe zu bringen, sondern um den Köder in seiner Bewegung, in seiner Fluchtaktivität etwas einbremsen zu können. Der Köder wird im Endeffekt ganz knapp unter der Wasseroberfläche präsentiert. Der Köder stellt sich auf eine bestimmte Tiefe, je nach Strömungsgeschwindigkeit, ein, stellt sich direkt hinter das Blei. Das Blei fungiert dann wie so eine Art Wobblerschaufel, wie ein Kiel, ja, bremst den Köder ein bisschen in seinem Fluchtverhalten nach links und rechts, dass er einfach schön ruhig hinter dem Blei oberflächennah seine Schwimmbewegung macht, genau wie es auch ein natürlicher Beutefisch machen würde, ohne viel Stress und Hektik. So, jetzt habe ich nochmal den Standort gewechselt, weil jetzt hier drüben plötzlich Party war auf einem Boot. Die haben die Mucke aufgedreht, nochmal auf die andere Seite wieder rüber gesprungen. Genau, aber so soll es ja sein. So, und mit dieser neuen Taktik dann, mit dieser oberflächennahen Köderpräsentation, haben wir die nächste Big Fish Zeit da eingeläutet. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, dass diese 3-4 Wochen im zeitigen Frühjahr, wo so viele große Fische kamen, dass man das gar nicht mehr toppen kann. Aber jetzt ging es erst richtig vorwärts. Ja. Wir hatten jetzt eine Angelphase erlebt, auch durch die richtige Platzwahl wieder, wo wir zwar relativ wenig Bisse bekommen haben. Wenig bedeutet jetzt nicht 2 Bisse in der Woche. Wenig Bisse oder wenig Aktionen sind für mich, sage ich mal, so 2 Aktionen in 24 Stunden Angelzeit. Aber diese Aktion, die wir hatten, also meistens kam eine Aktion auch während der Vollmondphase, war wieder ganz spannend. Ich liebe ja den Vollmond. Die reine Vollmondnacht, wo der Mond sehr hell war, die war relativ tot. Da kam morgens im Morgengrauen, wie es gerade hell geworden ist, ein Fisch von Ende 2040. Aber die anderen Nächte, die Nächte zum Vollmond hin und vom Vollmond weg, die hatten es wirklich in sich. In der Dämmerungsphase, in der Nachtzeit, 12, 1 Uhr, 3, 4 Uhr, wo eigentlich relativ selten Bisse kommen, hat es richtig gescheppert. Kommt der Nächste. Von so einem Blei. Top-Water-Montage. Schöner Fisch. Und es war in dieser einen Woche, glaube ich, nur ein Fisch unter 2 Meter Länge dabei. Alle anderen Fische, die ich in dieser einen Woche fangen konnte, waren alle Fische in der hohen 2 Meter Kategorie. Darunter wieder 2 Fische über 100 Kilo, 2 Fische über 2,40, ein Fisch über 2,50. Also absolut brutales Angeln. Und alle Fische kamen auf eine oberflächennahe Köderpräsentation mit kleinen Bleien vor dem Köder. Ja. Kleine Bleie davor geschaltet. Also das war wirklich Wahnsinn. Und dann sieht man auch mal, ich war mir ja selbst nicht sicher und habe auch viel mit Italienern in letzter Zeit gesprochen, weil du auch manchmal Phasen am Fluss hast, wo es sehr, sehr zäh läuft.
kurze Wasseranstiege, kaum Bisse, Abkühlungen im Wasser, ja, wo wirklich ganz wenig Fisch kommt und wo wir uns wirklich eine ganze Woche den Arsch aufreißen, um 4-5 Waller zu fangen. Das erlebst du, wenn du in Frankreich und in Spanien angelst, teilweise in einer Nacht. Aber jetzt hat, oder diese Phase jetzt hat mir wieder ganz deutlich gezeigt, der Po ist voll mit Wels, komplett voll. Viele, viele große Fische leben dort. Nur wir angeln oft wahrscheinlich an den Fischen vorbei oder an den falschen Plätzen. Oder es war dieses Jahr das Glück mit dem ganz niedrigen Wasserstand, dass wir Plätze beangeln konnten, die sonst nicht beangelbar sind. Denn eins ist Fakt, die großen Fische haben viel Plan, die haben schon viel erlebt, die sind nicht dumm und die werden definitiv auf stümperhafte Montagen am falschen Platz auch nicht hereinfallen. Ja, so viel zu dieser Frühjahrsfischerei. Ich bin selber immer noch teilweise überrascht und geblättet, wie das gelaufen ist, was da abging, und bin mega happy und glücklich, dass wir die Zeit so gut meistern konnten und auch sehr oft da die richtigen Entscheidungen getroffen haben und auf dieser Großfischwelle perfekt mitreiten durften. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen, aber da kann man dann davon zehren oder davon erzählen. Und wer weiß, wie es nächstes Frühjahr wird. Ich hoffe allerdings, dass ich euch mit den kleinen Tipps in dieser Story jetzt weiterhelfen konnte. Probiert auf jeden Fall, egal wie der Wasserstand ist, wenn die Wassertemperaturen kalt sind und ihr im zeitigen Frühjahr auf Wels unterwegs seid, weniger ist mehr, kleine unauffällige Auftriebskörper, die richtige Montage, nicht viel Schnickschnack am Köder, und dann werdet ihr auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sein und eure Chance auf einen dicken Fisch bekommen. Je wärmer dann das Wasser wird, desto höher mit der Köderpräsentation gehen. Gerne auch in Deutschland, jedenfalls bei der Fischerei mit Wurm oder mit Deadbaits, auf Radau machende U-Posen setzen. Das ist immer ein Garant für den Erfolg. Aber wie gesagt, jetzt speziell auf Italien gerichtet, auf ein Gewässer, was sehr viel Angeldruck hat und auch sehr, sehr erfahrene, launische Fische beherbergt. Weniger ist mehr. Und das wird euch auf jeden Fall zum Erfolg bringen. So, jetzt haben wir schon ganz schön viel besprochen. Es sind noch viele, viele Fragen auf meinem Handy offen, viele Nachrichten. Die werden wir dann im nächsten Klartextgespräch angehen. Ich will ja auch das nicht zu langwierig für euch machen, sondern eigentlich eher knapp, bündig und mit den richtigen Fakten versehen. Ich hoffe, die erste Klartextrunde hat euch gefallen. Es waren ein paar spannende Themen für euch dabei. Und freue mich jetzt schon auf das nächste Klartext-Thema, auf das nächste Klartext-Video. Bitte schickt mir eure Fragen per Instagram oder Facebook Messenger, also in der Nachrichten, im Nachrichtendienst zu. Oder kommentiert jetzt auch eure Fragen, also schreibt eure Fragen unter diese Klartextrunde direkt bei YouTube in der Kommentarfunktion unten rein. Kommentiert da, setzt eure Fragen rein. Ich werde wieder versuchen, im nächsten Klartext-Video das alles ein bisschen so zusammenzufügen, dass es irgendwo auch zusammenpasst. Die anderen Fragen gehen natürlich nicht verloren. Die werden aufgehoben, abgelegt, einsortiert und tauchen dann irgendwann auf. An passender Stelle werden die dann mit euch diskutiert. Haut rein! Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleibt gesund, viel Spaß am Wasser und alles Gute für euch. Euer Stefan. Ciao, ciao.